Na, ich will euch eigentlich nur neidisch machen mit meiner Sauna, die ich jetzt gleich da hinten hinter der Wand vorziehe. Oh. Und dann ziehe ich mich nackt aus und podcaste aus der Sauna. Da hätte ich jetzt alles drauf. Nee, ich nicht. Wenn ich so viel rede, komme ich immer ins Schwitzen. Ich bin der das Ding abrollen lassen muss, ne? Wenn Na, dann roll doch mal, Jürgen. Ja, warte, ich muss erst den richtigen Knopf finden. Ich habe so viele Fenster. Dann mach alle zu. Schnell. Es zieht. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder zusammen die Menschen, die in einem Podcast reden, der so viel mit Geschichte zu tun hat wie Weißwein mit Weißwurst. Einmal der stolze Besitzer einer Sauna, der Jürgen. Weißwein und Weißwurst haben doch wahnsinnig viel miteinander zu tun. Schon mal mindestens die erste Hälfte vom Wort. Jürgen, das bin ich. Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass du der Eigentümer einer Sauna bist, aber wir wollen mal nicht knien. Ja. Und der eigentliche Mann hinter der Sauna, Worten, der auch wirklich mal nachdenkt, der Dominik. Ja, ich denke manchmal zu viel nach. Ist auch nicht. I know the pain. Aber ich habe keine Sauna. Und ich muss auch ehrlich sagen, also, versteh mich nicht falsch, aber das ist auch nichts, was irgendwie Eifersucht in mir weckt. So, ich habe wirklich das Gefühl, ich werde leben, wenn ich keine Sauna habe. So, da gibt es wirklich dann andere passt Dinge. Ja. Dann passt ja. Vielleicht beruhigt dich auch der Gedanke, dass ich morgen erst noch Windows installieren muss. Eine Sauna. Das ist dein Ernst? 10 oder 11? Geil, echt. Sie hat halt kein Fenster im Moment. Ach so. Okay, wir müssen irgendwie Philipp noch mit dazu nehmen. Wir sind zu dritt. Hallo, Philipp. Ja, gut, dass mein Attribut ist, ja, wir sind zu dritt. Wir freuen uns übrigens auch nicht nur zu dritt, sondern auch noch über diese ganzen Menschen in diesem Internet da draußen. Über alle. Denn genau, was wir schon länger nicht mehr thematisiert haben. Und jetzt rollen ein paar mit den Augen Podcast-Rezessionen. Uns hat nämlich geschrieben, Bio-Karotte schreibt, super, einer meiner ersten Podcasts, dem ich bis jetzt treu geblieben bin und auch weiterhin treu bleibe. Und Bio-Karotten sind eh gut. Ein Grinsegesicht. Ich esse im Moment echt viel Karotten, also von daher eine gute Wahl. Vielen Dank für die liebe Rezession und wenn ihr sozusagen auch im Podcast vorkommen wollt oder uns auch einfach erfreuen, dann irgendwie so Apple Podcasts, eine geschriebene Rezension, das hilft uns in der Sichtbarkeit. Würden wir uns sehr freuen. Wir stellen gerade neue Visitenkarten her, so für Auftritte und Co. Und Spoiler, da werden auch iTunes-Rezensionen verwertet, also vorfreut euch schon mal. Und da bin ich drüber gestolpert, dass der Kollege Kraus recht transparent auch seinen eigenen Podcast bewertet hat. Ich habe das geliebt. Ich habe auch gedacht, oh cool, eine 5-Sterne-Bewertung. Benutzername Jürgen Kraus. Hey, schreibt, könnte das vielleicht Jürgen Kraus sein? Jürgen schreibt auch irgendwas ungefähr. Aber also, der Text ist so großartig. Keine Ahnung, es ist ja mein eigener, aber ich würde es auch gut finden, wenn es nicht mein eigener wäre. So, warte, ich hab's offen. Kann man hier eigentlich seinen eigenen Podcast bewerten? Fragezeichen. Das ist die Überschrift. Inhalt der Rezession ist, wenn ihr das hier lesen könnt, ja, 5 Sterne. Ich würde das Ding auf jeden Fall anhören, wenn ich es nicht selbst machen würde. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber manchmal finde ich mich selbst auch einfach wahnsinnig lustig. Das ist doch schön. Das finde ich aber echt fair. Du, ich habe früher immer gesagt, man kann doch nicht über seine eigenen Witze lachen. Doch. Aber ehrlich gesagt, muss man doch eigentlich was. Weil wenn du selber nicht überzeugt bist davon, dass irgendwas lustig ist, wie sollen es denn dann bitte andere Leute finden? Dann läuft doch was falsch. Aber das ist tatsächlich, das ist auch tatsächlich was mir bei Alf im Gedächtnis geblieben ist, dass er die Fähigkeit hat, über sich selbst zu lachen. So, das kommt in irgendeiner Folge vor, dass quasi ich Willi oder irgendjemand das zu ihm sagt, dass das eine tolle Eigenschaft ist. Und it's stuck with me. Ja. Yeah. Apropos It Stuck With Me, einen, den wir ja irgendwie rauf und runter zitieren und immer so als ein, ja, der ist so lustig und cool, dass es den gegeben hat und die Folge mit dem ist so ein Feel-Good-Ding, ist ja unser Maurice Flitcroft, der wahrscheinlich schlechteste Pro-Golf-Spieler aller Zeiten und den kann man demnächst im Kino sehen oder irgendwie zumindest als Film und der Jürgen ist völlig hin und weg.
cool. Als mir jemand gesagt hat, ey, der Film ist seit heute draußen, ich bin sofort, habe ich alles stehen und liegen lassen, habe im Internet nachgeguckt, habe gesehen, geil, der läuft in London auf dem Filmfestival und ich habe mir schon angeguckt, wie lange ich mit dem VW-Bus nach London brauche. Spoiler, zu und lange. Dann habe ich festgestellt, shit, der Film lief schon vor 2 Stunden. Und dann war aber ich noch bei dem Festival, also noch nicht in der Breite, ne? Ja, genau. Da war ich so traurig, dass ich seitdem nicht mehr nachgeguckt habe. Ja. Also, aber wir wissen alle nicht drüber, ob der Film gut ist oder totaler Trash, aber ey, es ist ein Film über Maurice Flitcroft und wie oft haben wir in der Folge gesagt, ey, das müsst ihr verfilmen. Also es gibt's doch nicht, dass es da keinen Film gibt. Es gibt einen Trailer, also so schlecht wird der nicht sein. Auch mit anderen Worten, also ich vermute, dass selbst wenn die Folge rauskommt, dass der Film noch nicht draußen ist. Im normalen Kinos. Aber ihr könnt ja mal gucken, es gibt einen Trailer. Ja, also der Film heißt The Phantom of the Opera. Die Frage ist schon, ob der einen deutschen Verleih auch haben wird, weil es ja doch recht spezifisch UK-Thema ist und es ja nicht garantiert, dass der im deutschen Kino kommt. Aber wenn, also wir drei sind auf jeden Fall im Kino, so dann rufen wir, glaube ich, auf. A, erstens ist der Eddie the Eagle-Film auch gekommen. Und B, wenn, dann gründen wir einfach einen Verleih, das wäre es mir wert. Eddie the Eagle spielt Hugh Jackman mit. Soll ich mal wieder die Anekdote erzählen, wie ich mit Eddie the Eagle Kontakt hatte? Nein, das ist, passiert zu häufig in diesem Podcast. Nein, man kann es nicht oft erzählen. So. Nein. Hört irgendeine alte Folge. Das, aber beim Thema Festival, wir haben ja in der vergangenen Folge nachgetragen, bei manchen ist angekommen, bei manchen aufgrund von Upload-Problemen auch nicht. Der anvisierte Termin am 1. November in Nürnberg in einer Kneipe, wo wir vorzufinden wären mit einem Auftritt, der findet ja nicht statt. Stattdessen ist es jetzt der 30. November. Also 30.11. vor Merkel. Genau, da sind wir im Afterwork in Nürnberg und versuchen da Spaß zu verbreiten. Wer in Nürnberg und Umgebung ist und oder extra Kilometer weit anreisen möchte, der soll das bitte tun und bitte enttäuscht werden. Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen, euch zu sehen. Nee, das wird mega. Und allein schon, also blöd gesagt, ich freue mich einfach mega drauf, wenn da wirklich Leute hinkommen, die sagen, ey, die hören uns, mich da mit den Leuten zu unterhalten. Also, und wie du es gesagt hast, Jürgen, das letzte Mal ein bisschen abzukumpeln. Aber vielen Dank, Dominik, dass du da dran gedacht hast. Ja, ich denke manchmal zu viel, manchmal auch zu wenig. Aber ansonsten sind wir ganz gut aufgestellt. Ich glaube, wir haben wirklich an viele Dinge gedacht. Das finde ich schön. Wir sind gut aufgestellt, ne? Ich möchte noch zwei private Dinge erwähnen. Erstens, der Dune-Film ist einfach überragend. Ich war selten so begeistert von der Ankunft. Hallo! Ich muss jetzt da ganz kurz reingrätschen. Das hat nämlich was mit dem Paket zu tun, das wir bekommen haben. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was passiert. Jürgens Kinder sind im Hintergrund auf einmal erschienen. Ihr hört jetzt gar nicht, was wir reden, ne? Okay, ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber das kann ich jetzt so spontan nicht ändern. Aber Jürgen, weißt du, was du mal machen könntest? Du könntest einmal um lautes Kinderschreien bitten. Könnt ihr mal laut rufen? Hallo! Hallo! Ah, das sollte man hören. Aber könnt ihr mal die Knackfolie, einer von euch beiden knistert mit Knackfolie, das macht mich kirre. Das ist Dominik. Ich hab mein, aber, ich bin's garantiert nicht, weil ich hab mein Handy hier oben so. Okay, ich hab meine Hände hier auch frei. Egal, ihr merkt, leider haben wir heute mal wieder die Notwendigkeit, remote aufzunehmen, aber das ermöglicht A, dass Jürgens Kinder im Hintergrund mal laut schreien und B, dass Jürgen jetzt gerade eine weiße Styroporkiste in der Hand hält, auf die ein Zettel aufgebracht ist. Also ich bin gespannt, was das ist. Ich muss mal ganz kurz einen Gruß an Oliver loswerden und Oliver hat echt ein problematisches Konsumverhalten, beziehungsweise ein Nicht-Konsumverhalten, weil er uns zum wiederholten Male ein Paket geschickt hat. Das ist falsch rum. Hauptsächlich um den, ich hab's falsch rumgedreht. Na toll. Er hat's halt geschickt. Nein, das war richtig rum. Anesh! Er hat es hauptsächlich geschickt, um den Dominik zu ärgern, was jetzt natürlich blöd ist, dass der Dominik übers Internet mit mir verbunden ist und 60 Kilometer entfernt jetzt das durchmachen muss. Aber ich hab Ersatz. Ja? Ich habe einen Mini-Dominik und einen Quasi-Philipp und noch jemanden. Aber die Haare sind viel zu lang. So, und jetzt zeige ich euch mal, jetzt machen wir mal, ich halte das mal hoch und du machst mal den Deckel ab. Einer von euch. Seht ihr so? Könnt ihr das sehen? Ja, ist natürlich jetzt Wahnsinn für die Zuhörenden. Es ist nicht einfach nur ein Baumkuchen. Aber ich wollte jetzt sagen, es ist doch ein gigantomanischer. Es ist eine Baumtorte. Oh Gott. Ich wollte jetzt sagen, aber ist es innen gefüllt? Holy moly. Ich knister das mal kurz auf hier. Ah, da freuen sich die Ohren.
Oh, der schaut toll aus. Der schaut, jetzt schaut er nicht mehr so toll aus, aber immer noch toll genug. Wir schneiden den mal an. Ja. Ja. Ich gebe das und ich delegiere kein das mal. Kein Wunder, dass der Jürgen sich nicht vor Ort treffen wollte. Aber ich muss kurzfristig ist was dazwischen gekommen. Oh nein, jetzt habe ich mit meiner Familie den ganzen Baumkuchen für mich. Was will ich nur tun? Das ist jetzt wirklich ein unglücklicher Schicksal. Ja, klar, das kannst du sonst jemandem erzählen. Ne? Nee, Oliver hat das ja wieder getan, hauptsächlich um Dominik zu ärgern. Ich weiß nicht, der hat irgendwie einen Narren dran gefressen, dass Dominik ein gequältes Gesicht macht. Kannst du jetzt wenigstens ihm mir zuliebe ein gequältes Gesicht machen, das ich dann beschreiben kann? Jetzt ist die Kamera ausgefallen. Oh ja, das ist wirklich, das sieht aus, als hätte ich ihm einen sauren Zipfel angeboten. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen mit Kuchen abgelenkt. Vielleicht wollt ihr so lange weiter moderieren? Dominik, was gibt's noch Neues in der Midnight Mass. So, vergesst hier alle anderen Sendungen, die hier auf Netflix unnötig gehypt werden. Dominik immer geärgert wird und wir dann essen. Oh, danke, Annika, ich hab dich auch lieb. Oh. Ja. Oh, das ist endlich ist mal jemand auf meiner Seite, in dem Fall die Frau von Jürgen. auf jeden Fall, ich habe Midnight Mass mir angeschaut, das ist eine Miniserie auf Netflix, für quasi Slow Burn Stephen King. Also ohne, dass es ein geistiger, spiritueller Nachfolger von Stephen King. Absolut fantastisch. Also ich habe am Schluss geweint, währenddessen mitgefiebert und war begeistert. Das ist ein Charakterstück mit übernatürlichen Elementen. Und ich möchte nicht spoilern, was genau der Clou ist. Aber gerade jemand, keine Ahnung, wenn es von euch da draußen Menschen gibt, die in der Jugend sehr religiös waren, aber ein bisschen von der Religion abgekommen sind, dann empfehle ich das ganz besonders, weil ich muss ehrlich sagen, dass das wirklich, es hat einfach einen Nerv an mir getroffen. So, es war sehr, sehr schön und sehr, ja, keine Ahnung, einfach, es war schön. Ja, cool. So, schmeckt der Baumkuchen denn jetzt auch? Ich muss jetzt hier mal, also er schmeckt hervorragend. Okay, alles klar. Und auch gar nicht nach Holz. Ne. machen wir dann eigentlich... Er schmeckt nach Marzipan. Marzipan. Da hörst du es. Komm, machen wir das jetzt in die Kapitelmarken eigentlich rein? Hier Essen von 5 Minuten bis 10 Minuten? Ja. Vor allem viele Hörende stehen ja voll drauf, Essgeräusche zu hören. Und es ist jetzt auch mega, dass Jürgen hier ins Mikrofon ein bisschen reinschnabuliert. Du kannst tatsächlich... Wir haben ja überlegt, inwiefern wir Triggerwarnung einführen. Wir können am Anfang eine Schmatzwarnung... ich muss ehrlich sagen, so, du hast ja im Vorfeld gesagt, oh, wir brauchen Video und es gibt eine Überraschung und so. Ich muss sagen, ich bin maßlos enttäuscht. Also das ist ja tatsächlich was, so im Wesentlichen foltert ihr uns beide jetzt einfach, indem ihr jetzt die komplette Familie Kraus hier dieses Ding verschnabuliert. Ich finde es jetzt schon ein bisschen hart, wie du das jetzt wieder rumdrehst, wo du dich insgeheim freust, dass du keinen Baumkuchen essen musst. Vor allen Dingen, weil ich bin ja auch auf Diät gerade, so, es ist einfach perfekt so, es ist einfach schön. Aber sie sind sehr dankbar dafür, dass ihr euch bereit erklärt. Ja, das ist kein Problem. Tatsächlich. Aber es ist total süß. Ich schaffe das Stück nicht. Ich habe. Großartig. Ich sehe gerade. Also Oliver, hoffentlich ist es auch okay, dass wir den jetzt einfach essen und Dominik zusehen muss. Ich glaube, es ist auch Qual genug. Ja, das ist wirklich sehr qualvoll. Filippo, was hast du zu berichten? Was ist dein Midnight Mass? Ich habe jetzt Squid Game gesehen und kann man halt gucken. Lass uns darüber reden. Nein! Jürgen hat gesagt, es ist ist ganz gut, kann man anschauen, dem würde ich zustimmen, drüber raus. Ja, ich glaube halt, das wurde gut vermarktet, beziehungsweise kommt zum guten Zeitpunkt. Ansonsten, ich war amüsiert, ich habe es angeguckt und gut. Aber es ist es ist halt so vom Tempo und von den Dialogen und das ist so Overacting auch, ne? Das ist so. Ja, da muss man irgendwie dieses Japanische mögen, dass man es richtig gut findet. Koreanisch. Oder Koreanisch, aber das ist ja ähnlich vom Stil her. Ja, aber wie gesagt, ehrlich gesagt, das war jetzt wirklich mal so ich gucke jetzt mal eine Serie, die alle gucken, weil ich weiß auch nicht, welche Serie ich zuletzt überhaupt vorgesehen habe, überhaupt irgendwas. Aber ein Freund von mir hat mir einen Netflix-Account geschenkt oder halt, dass ich mal wieder ein bisschen was gucken kann, weil ich mich mit ihm über Star Trek TNG unterhalten habe und gesagt habe, so, ich habe die nie alle in Stück gesehen oder so. So immer mal so eine Folge halt nachmittags im Fernsehen. Und dann hat er gemeint, guck die doch mal. Ach, er hat sie gerade auf DVD. Die sind bei Netflix hier, hast einen Account, guck mal.
Und jetzt habe ich ein bisschen angefangen, die zu gucken und das ist irgendwie, keine Ahnung, die snacken sich so echt gut nebenher weg und weil die auch in der Regel nicht so dicht sind, dass die so super hektisch sind oder so, sind die gar nicht so schlecht für nebenher, wenn ich irgendwie was mache und dann läuft da so eine Folge. Ja, irgendwie. Und das ist irgendwie aber sehr wirr, die sind zwischen ganz furchtbar gealtet und ein, ey, das kannst du echt super angucken, hängen die immer sehr dazwischen, aber ich muss sagen, mir gefällt's. Und jetzt bin ich echt aber nicht der große Tracker oder so, von daher. Der große Tracker. Ja, ja. Ich muss jetzt leider wirklich erst noch diesen Kuchen fertig essen, es tut mir ja leid. Ein grausames Schicksal. Ich habe ein Wissen gemacht und das reicht nicht. Die anderen streiken alle schon, weil er so gehaltvoll ist. Ah, aber ist geil. Also ich glaube, dass das auch wirklich das so eine richtige Tortenmanufaktur, also das ist wirklich was, was Gutes. Das hat er sich, nicht lumpen lassen. Sieht auch sehr, sehr wertig aus. Das sah mega aus. Ja, ja. Also ich bin schon etwas neidisch, muss ich gestehen. Dass ich jetzt ja nicht da bin. Kuchentorte? Da du kennst dich doch auch, mit dabei. Gebäck. Magst du das mal kurz erklären? Nee, mal, ich gebe dir mal, ich setze dir mal das auf. Nein, oh Gott, Hilfe. Hallo. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hi, ihr. Erklären Sie doch das Gebäck. Oh Gott. Also da, ich würde mal sagen, das ist, war mal so ein normaler Baumkuchen und dann wurde der irgendwie klein geschnitten, weil in der Mitte sind da kleine Stückchen und das ist dann halt mit Creme sozusagen zusammengebappt und außenrum eine fette Schokoschicht. Also ja, aber schmeckt gut, aber ist sehr mächtig. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie lecker ist es? 8, würde ich sagen. Ui. Ja. Von mir kriegt der oder? Auch 8. Von meiner Tochter auch 8. Nein, von mir kriegt der 9. 9 sogar. Der 9. Okay, er ist richtig süß. Ich schaffe nicht so viel, aber ich finde ihn richtig gut. Ja, nee, der ist schon. Ist schon gut. Also, Fans, ihr dürft weiterhin leckere Sachen an meinen Mann schicken. Und wir würden das dann weiterhin auch testen. Euch opfern. Opfern. Wir würden uns opfern. Ja, genau. Genau. Ja. In dem Fall war das Opfer nicht so arg groß. Nein, sehr lecker. Mhm. Okay, dann übergebe ich wieder an Jürgen. Ciao. Tschüssi. Wir geben zurück ins Funkhaus. Ich finde es sehr witzig, weil ich gedacht habe, so, ey, heute sind wir richtig linear, wir schweifen gar nicht so viel groß ab, bevor wir mit unserem Storyteil anfangen. Und dann packt Jürgen Kuchen aus und lädt die Familie ein. Ja, das ist und macht Chaos. Vor allem muss ich die Family jetzt dann noch irgendwie ausladen wieder. Das wissen die nur noch nicht. Aber die Frage ist, dürfen sie den Kuchen mitnehmen oder bleibt ich da? Ich bitte darum, ja, dass sie den Kuchen wieder mitnehmen. Boah, wenn ich das jetzt essen, boah, dann könnte er mich wirklich, glaube ich, wegschmeißen. Also ein Stück ist wirklich sehr gut, aber ein zweites würde ich jetzt auch nicht reinbringen. Ja. Ich frage mal in die Runde, habt ihr vielleicht, und wenn nicht, dann frage ich gerne die Hörenden da draußen, eine Empfehlung für mich, ich will ein Schneidbrett. Und zwar ein Schneidbrett. 1:1, das kaufst du einmal fürs Leben und ordentlich groß. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange das halten wird und fürs Leben mag ich dir keine Empfehlung geben. Ich weiß nur, dass ich mit meinem Schneidbrett sehr zufrieden bin. Ich schicke dir das mal. Ja. Ja, gerne, gerne. Also so wirklich gern irgendwie so ordentliches Holz, bisschen dicker, darf auch schwer sein und ja. Genau. Ja, und ja, ne, muss nicht fürs Leben sein, aber bitte nichts, was irgendwie nach 3 Jahren kaputt ist oder so. Also muss ich auch sagen, habe ich, glaube ich, noch nicht durchgespielt, das Thema Schneidbrett. Ja, ja. Ich würde sagen, nimm nicht so ein billiges Leichtholz, da habe ich eins, das ist jetzt nicht so Gottes super. Gottes Willen. Und was du haben willst, ist so eine Auffangrinne für Fleischsaft und so, aber abgesehen davon weiß ich es auch nicht. Ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen sozusagen, das hat Vor- und Nachteile mit dieser Rinne, aber ja, ja. Genau, also können wir, von daher an die Hörenden, wer der Empfehlungen hat. Ja. Also ich bin ja wirklich nicht der größte Fan von Kapitelmarken und Dinge und kann manchmal nicht nachvollziehen, wie man am Stück das nicht hören kann. Ich möchte nur wirklich darum bitten, dass wir jetzt diese Essenspassage nicht einfach unkommentiert da drin lassen, weil das fand ich jetzt schon ganz schön lang. Also ich glaube, dass wir sonst jetzt Leute echt verlieren. So, also vielleicht mal deutlicher darauf hinweisen, dass da gerne geskippt werden kann, wer nicht vorhin geschmatzt werden möchte. Ich muss dir gestehen, für mich ist es dann oft der Grund, eher noch dran zu bleiben, weil ich mir denke, so, hören die jetzt, oh ja, die essen jetzt einfach. Ich finde es ja, also das klingt jetzt falsch, ich stehe nicht auf Essgeräusche. Aber ich stehe auf Essgeräusche. Aber ich finde es oft sympathisch, wenn. Aber ich finde es sympathisch und angenehm, wenn in dem Podcast so eine Stimmung herrscht, dass Leute auch mal nebenher was essen. Mhm. Also so eine so entspannte Stimmung bei einem labrigen Podcast, dass die Leute auch mal was nebenher knuspern. Bei einem labrigen Podcast. Ich verstehe aber, ja, aber ich verstehe jede Person, die sagt, oh, ich mag diese Ess- und Schmatzlaute nicht und mir gehen die zuwider. Verstehe ich total.
ist für mich nicht der Fall, aber von daher, also, ich habe ja auch zum Beispiel in dem Podcast mit Johannes, habe ich auch explizit gewarnt, weil der in Philipps Podcast passiert, hatte ich ja mit ihm diese Idee, der hatte mir diese Idee gepitcht von einem Podcast, wo man erraten muss, was die andere Person gerade isst, und hat dann auch noch das gleich live demonstriert mit mehreren verschiedenen Tomatensnacks. Und es war wirklich, also das waren schon Geräusche, wo du sagst, so, wenn du das nicht magst, dann ja, ist diese Idee vielleicht nicht die beste. Also das war, Dominik, alles andere als unkommentiert, glaube ich. Wir haben das sehr wohl kommentiert. Und B, deine Tastatur und deine Maus sind wahnsinnig laut. Könntest du das bitte unterlassen? So, sollen wir mal zum gemütlichen Teil übergehen? Oder habt ihr noch was? Ja! Also ich muss noch einen Dank loswerden. Ich habe noch ein Buch bekommen von, oh Gott, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war Silvia. Verzeih mir, falls es falsch ist. Also irgendwas mit S am Anfang. Vielen, vielen Dank. Gut. Dankeschön. So, dann können wir ja jetzt zum praktischen Teil übergehen. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, natürlich. Geht jetzt gerade mein Ding nicht auf. Gib mir mal noch eine Sekunde. So ein Ding, so ein Ding, so ein Dingelingeling. Ich glaube, mehr sollte ich nicht singen, das ist von Badesalz. Also dieses Schneidebrett gibt es nirgendwo mehr. Ich habe jetzt wirklich alles gesucht. So, ich, du brauchst nicht jetzt danach suchen. Also. Naja, ich hatte ja jetzt auch Zeit. So habe ich halt jetzt mal geschaut. Ey Leutner, wisst ihr schon, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dann ist hier schon in der Weihnachtsbäckerei und so schon ein Thema, ne? Ich hatte heute ein Meeting mit Lebkuchen, also irgendwie fühlt es sich eh schon ziemlich nach Weihnachten an. Moment, du hattest ein Meeting mit Lebkuchen? Ja, das, also du hast dich mit welchen unterhalten? Kolleginnen und Kollegen waren auch dabei, aber hauptsächlich hatte ich ein Meeting mit Lebkuchen. Und was sagen die so? Ich habe ihnen keine Chance gelassen. Mit wem hast du dich von denen am besten verstanden? Mit dem Stern, mit der Breze oder mit dem Herz? Es war von der Form her ein klassischer, aber mit Nuss, mit Walnuss drin. Sehr gut. So, jetzt muss ich es nochmal versuchen. Ah, jetzt, Leute, jetzt. Hallo. Hast du's? Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe jetzt den Moment ein bisschen versaut, weil irgendwie das Studio-Link nicht ging, aber hallo Jasmin. Ja, wie cool. Ja, ich habe mir ja mal wieder die Arbeit gespart. Ich finde es sehr gut, das hast du jetzt nicht mitbekommen, aber nachdem ich mir schon gespart habe, den anderen beiden von dem Baumkuchen abzugeben, den ich geschickt bekommen habe. Ja. Ja, das zieht sich schon seit Monaten irgendwie, das Thema. Und auch die Baumkuchen. Es gibt, glaube ich, schlimmere Running Gags tatsächlich. Jetzt überlasse ich dem Philipp zu erklären, wer du bist. Was soll ich sagen? Jasmin braucht ja eigentlich gar keine Einführung mehr. Sie wurde schon so oft von mir erwähnt in den Podcasts vorher, denn Jasmin macht selber einen wunderbaren Podcast mit dem fantastischen Namen Her Story, in dem sie über Frauen der Geschichte redet, die entweder historisch wichtig waren oder andere wichtige Funktionen oder Rollen in der Geschichte eingenommen hat. Ganz stark in Erinnerung ist für mich geblieben, wo ich auch zuletzt, glaube ich, habe die geschrieben, über eine Frau, deren Zellen bis heute zur Untersuchung in Labors eingesetzt werden. Die Frau ist verstorben und man hatte ihr bzw. ihren Nachkommen auch davon gar nichts erzählt, dass diese Zellproben entnommen worden sind. Und eigentlich dürfen wir bis heute wahnsinnig dankbar sein, was dadurch in der Medizin vorwärts ging. Und aber auch die Entwicklung des Rechts am eigenen Körper, ich nenne es jetzt mal am eigenen Leichnam, Material, wie auch immer. Also naja, das ist ja Zellen, die sich ja vermehren, von daher ist es ja nicht Leichnam und so, sind seitdem auch wieder ein Thema geworden, beziehungsweise hat sich daraufhin auch entwickelt. Und ach, ihr merkt schon, ich komme hier ganz ins Schwärmen mit den ganzen Details. Kurzerhand, das ist Jasmin, die diesen wunderbaren Podcast hat. Das war ja jetzt eine Einleitung. Mir ist schon so warm geworden, ich muss schon die erste Schicht ablegen, bei so viel Lob wird mir schon ganz warm ums Herz und ja, am ganzen Körper. So geht absolut, das. Absolut unrelated, aber wenn du magst, kannst du auch noch jetzt unseren Videochat betreten. Hat nichts mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast.
Ja, ich muss ja jetzt mal gucken. Zwei Fragen. Also erstens, ich, da ich ja vorher, da ich gerade das erste Mal Discord betrete und nutze, fahre ich das jetzt wahrscheinlich hier gleich alles an die Wand. Ja. So, jetzt hab, ach so, da war eine Dings. Jetzt habe ich dich hier hinzugefügt und mal schauen, ob du den Raum siehst oder ob ich dich nochmal einlade. Ich habe mir noch gedacht, was für eine Jasmin in den in, auf die Achterrasse gerade kommt, ohne dass ich da eine Einladung raus habe. Ich wollte tatsächlich die anderen beiden, gerade schon drauf ansprechen, weil normalerweise bin ich der Gatekeeper und habe schon wollte schon rügen, was dann da, was denn hier sich registriert, ohne dass ich da mein Siegel gegeben habe. Aber dann bist du das offensichtlich. Genau. Jetzt. Hi. Ja, wir sehen sie. Ja. So. Für alle da draußen, ihr habt wahrscheinlich jetzt gerade einen Cut erlebt, weil es sind gefühlte Stunden vergangen. Wir sind jetzt wieder beieinander. Aber wir sehen uns. Ja. Ja. Hello. Ich bin schon, ja. Nein, bitte. Ich bin schon froh, dass du dich nicht in dieser Zwischenzeit, in der wir hier mit der Technik gekämpft haben, hinter dir ins Bett gelegt hast, Dominik. Das macht er dann, wenn es zu lang dauert heute. Ja, mit Headset. Jasmin, wie geht's dir? Gut, ich bin frisch. Bei mir ist, was ist es? 10.44 Uhr, bei euch schon was später. Also, ja, ich kann noch eine Weile. Wie sieht's bei euch aus? Hier ist gerade 19.45 Uhr, von daher, aber mit den üblichen Längen unserer Folgen, wir haben noch ein bisschen Luft. Der Sandmann ist schon vorbei, bei Dominik läuft, glaube ich, der Countdown. Ich habe Jasmin schon gesagt, unter 40 Seiten braucht sie gar nicht ankommen. Das ist, Jasmin, das ist ja ein ewiger Kampf, den ich versuche zu kämpfen, aber ich werde seit Jahren ignoriert und mein Schlafbedürfnis wird als nicht relevant, wie heißt es, angesehen. Aber ich werde einfach irgendwann den Stecker ziehen und das damit erledigen. Oh Mann. Aber nicht heute, denn ich freue mich sehr, Zeit mit dir zu verbringen, weil ich glaube, aus dem Triumvirat, ich bin nicht der Einzige, der das Vergnügen noch nicht hatte. Aber dein Ruf eilt dir voraus. Also das, typischer Fall von, du kannst den Erwartungen gar nicht gerecht werden, weil die so über die Maßen hoch sind. Ich glaube auch, no das pressure. Ist jetzt schon irgendwie Druck. Ich glaube, ich muss mir gleich mal den Schweiß hier von der Stirn tupfen. Aber du bist offensichtlich nicht in Deutschland lokalisiert im Moment. So, also vielleicht auch für die Menschen da draußen. Wo steckst du denn auf der Welt? Moment, stopp. Dominik, weißt du, wo sie lebt? In einem Land vor unserer Zeit. da ist was dran. Mhm. Könnte einfach man so sagen. Ja, ja. Genau. Philipp, erklärst du den Witz vielleicht nochmal für alle, die dann noch nicht verstanden haben? Ja, das Lustige ist, dass sozusagen wir den technisch gesehen den gleichen Tag haben, aber sie ja eine frühere Uhrzeit noch hat, deswegen. Aber man kann es auch. Ich habe mir das mal auf Visitenkarten drauf. Man kann auch gesellschaftlich zum Teil davon sprechen, dass. Das war jetzt ein eindeutig besserer Witz. Das bleibt dir überlassen. Ja, also um das aufzulösen, ich sitze in den USA und habe momentan noch bis zu diesem Wochenende, jetzt spoilern wir auch schon wieder, wann wir aufnehmen, nämlich noch vor der Zeitumstellung in Deutschland, habe ich aktuell noch 9 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland und nach dem Wochenende dann 8 Stunden, nur noch 8. 26. Oktober 2000 und... Ja. Ich hab das gerade überlegen, ey. Großartig. Das macht Programm mit einem. 2012 sagen und ich so, nein. Genau. Jasmin, was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ich bin ja heute die Geschichtstante. Ich hätte mir eigentlich noch hier so einen Ohrensessel besorgen müssen, ne? Wo ich mich hinsetze mit meinem großen Buch, das dann aufschlage. Und hast du vielleicht so eine Pfeife auch so? Pfeife, Ohrensessel und Whisky? So ein Monokel wäre vielleicht noch gut. Ich habe leider nur hier so ein bisschen ein frisches Nass, aber ein unalkoholisches, damit ich mich hier zumindest noch geradeaus artikulieren kann heute Abend. Genau, ich habe euch eine Geschichte aus dem Land mitgebracht, in dem ich mich gerade aufhalte. So viel. Oh, das ist eigentlich was ganz Besonderes, weil ja Jürgen versucht, eher den Fokus immer auf Europa, vielleicht auch Deutschland zu legen. Mhm. Und wie schön, dass sozusagen jetzt eher so ein tendenziell eher so die Ausnahme in Anführungszeichen, jetzt über die ist tatsächlich gerade in den USA. Ja. Wie groß genau, hat sein Auslands, genau, sein Auslandskorrespondenten für solche Fälle.
Genau, genau. Ich bin ja heute die das Ach Außenstelle. Kommissarisch. Oh. Aber ich will gerade, das ist nicht meine Premiere. Ich glaube, wir hatten tatsächlich schon live aus den USA, oder? Wir hatten schon Travis, ja. Mit Travis. Genau, ja, der Travis. Genau. Der sitzt noch ein bisschen weiter östlich. Quatsch, westlich. Westlich. Der sitzt ja in Oregon, glaube ich, mittlerweile, ne? Genau. Im Trailer. Oder ich weiß nicht, der hat da so ein interessantes Setup. Genau, dieses geile, umgebaute Zeug. Also irgendwie, wir verlinken mal dessen wahrscheinlich am besten, na, wie heißt das, der Instagram, mhm. beziehungsweise der Twitter-Feed ist wahrscheinlich das Beste, was er da mal verlinkt. Ich sehe da immer mal Fotos aus dem, ich glaube, er hat sich ein RV oder einen Trailer gekauft, den umgebaut und macht da jetzt auch, was hat er neulich gemacht, Marmelade oder irgendwelche, irgendwelche Süßigkeiten, oder? Also Chili-Soße, oder? Irgendeine scharfe Soße oder irgendwie sowas. Alles. Er macht alles. Er hat keine Limits, der Mann. Hat er nicht hier in der Bonbon-Manufaktur gelernt? Oder war das nicht ich der Plan? Ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass das der Plan war, aber ich bin nicht mehr so an ihm direkt dran, dass ich es noch mitverfolgt hätte, aber... Also ich finde es Wahnsinn, Travis irgendwie gefühlt lebt er einfach so von den Mengen, von der Menge der Dinge, die er in seinem Leben alle anstellt. Und ich meine jetzt nicht negative Sachen, sondern einfach all die Dinge, die er schafft und tut, habe ich das Gefühl, das ist ein Mensch, der einfach vier Leben lebt. Das ist so Wahnsinn. Also aber ganz, ganz toll. Ja, man kommt sich langweilig vor. Travis. So, Jasmin. So. Von welchem Bundesstaat sprechen wir denn? Sollen wir mal alle durchzählen und du sagst dann Stopp, oder? Aus dem ich euch die Geschichte mitgebracht habe? Ja. Ja, fang doch mal an, die notorischsten aufzuzählen und dann schauen wir mal. New York, Kalifornien, Florida, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Washington. Philipp, hilf mir. Naja, der alle Klischee hat, ist doch jetzt erstmal sozusagen, ist das Bayern der USA, das ist ja Texas. Bingo. Wenn wir jetzt wirklich den ganz großen Klischees auspacken, okay. Das Bayern der meiste, USA. Der meiste das, Spaß, ohne Scheiß, so ich habe das auch schon mal so beschrieben. Great minds think alike. Sehr gut. Ah, wie schön. Das passt sehr gut. Ich war am Wochenende auf einer Monster Truck Show hierzulande und wir haben das dann auch zusammen. Nein, da warst du auch? Ich kenne lauter Leute, die da waren. Sehr lustig. Wir haben zusammengefasst mit, das waren Very German Rednecks, die da unterwegs waren. Von daher passt gut. Ja, in der Tat. Also ich finde, man kann da schon so die eine oder andere Parallele finden. Also wenn es irgendwie um, ich sag mal, eine recht konservative Einstellung geht, das ist schon mal so die erste, auch vielleicht konservativ politisch, das ist so eine der ersten Grundlagen, wo man da vielleicht eine Parallele ziehen kann, ohne da jetzt irgendwem in schönen Beinen zu nahe treten zu wollen. Das oder anders wollen wir natürlich nicht. Oder anderswo, wer auch immer, genau. Genau, ja, ich würde einfach mal, ich lege einfach mal los und ihr dürft euch zurücklehnen, habt hoffentlich Popcorn oder was auch immer. Geht der Jürgen jetzt wirklich in seine Sauna, wenn er jetzt nicht vortragen muss, ist die Frage. Nein, ich möchte das hier noch miterleben. Ich muss das ja, ich genieße das ja besonders, wenn ich mal nichts tun muss, außer zuhören und dazwischen zu quatschen. Gut, so. Monokel raus. Also, Edna Milton wird am 3. Januar 1928 in Caddo County im US-Bundesstaat Oklahoma geboren. Ich habe euch jetzt mal schön auf die falsche Fährte geführt. Wir kommen aber noch nach Texas, keine Sorge. Also, Edna ist das achte von 11 Kindern, hat 7 Schwestern. Bricht die aus? Bitte? Ob Edna ausbricht? Sie hat 7 Schwestern und 3 Brüder. Sie ist kaum auf der Welt. Da verwandelt sich ihr Heimatstaat Oklahoma in eine riesige Staubwüste. Denn 1928-29 ist die Zeit, in der Oklahoma aus einer Mischung von fatalen Dürren und Staubstürmen heimgesucht wird. Das ist ja die sogenannte Dust Bowl. Und ja, das macht da zahlreiche Familien zu dem, was man heute wohl Klimaflüchtlinge nennen würde. Die packen nämlich ihre Sachen und ja, schauen, dass sie aus Oklahoma rauskommen. So, dann gibt es ja 1929 noch so eine Kleinigkeit wie den Börsencrash und die sich anschließende große Depression. Das heißt, also ihre Familie wird wie so viele aus Oklahoma vertrieben und dem ganzen Land geht es einfach in der Zeit wahnsinnig schlecht.
Und die Familie Milton führt dann so ein bisschen so eine Art Nomadendasein in dieser, ja, nach einer neuen Heimat suchen die sich oder gucken die sich um. Erst im Mittleren Westen, dann immer mal wieder in Oklahoma, dann in Arizona und schließlich in Texas. Und ja, in so einer Großfamilie mit 11 hungrigen Kindern, mitten in der Krise, geht es natürlich nicht immer friedlich zu. Über eine ihrer älteren Schwestern sagt Edna später, dass da die ein regelrechter Bully gewesen sein soll. Also immer, wenn der Schwester irgendwas gefällt, latscht die rüber zu Edna, nimmt sie weg von der Haarschleife über, weiß ich nicht, Buch, alles, was ihr so in den Sinn kommt. Das nervt Edna irgendwann so, dass sie ihrer Schwester eine schallende Backpfeife verpasst. Und später sagt sie, sie bereut eigentlich, dass sie nicht mit der geballten Faust zugeschlagen hat. Also ich kann ja auch, also, ich kann ja auch sagen, zu viert in dem Wohnmobil ist es ja schon auch mitunter etwas beengt. Ich stelle mir jetzt vor, zu 13 in einem Planwagen. Sicher auch nicht. Schwierig. Sicher auch nicht ohne. Ja, und dann ist noch Nahrung knapp. Da ist, glaube ich, die Stimmung richtig, richtig schön hoch. Ich wundere es fast, dass alle anderen Geschwister ja anscheinend eine gute Beziehung haben. So. Also ich hätte auch eher gedacht, dass dann, wenn dann alle miteinander untereinander ein bisschen Knatsch haben, weil, keine Ahnung, wie viel sind es? 11, 12? So, das ist schon 11. Krass, wenn sie tatsächlich nur eine einzige Schwester hat, mit der sie dann knatscht. Ja. Also mich wundert es eher, dass die da Platz hat, um überhaupt auszuholen, um ihr eine Backpfeife zu geben. Ja. Vielleicht waren sie mal außerhalb des Planwagens unterwegs. Ich überlege gerade, wie die auf den hier unseren Kuchen dann aufgesprungen wären. So, kannst du dir vorstellen, in den 1930er Jahren in den USA, ausgehungerte Oklahoma-Familie? Heuschrecken. Wie lange hätte der überlebt? Heuschrecken. 5 Sekunden. Ja, also insgesamt glaube ich, das kann man glaube ich schon spoilern. Sie hat nachher sehr, sehr wenig Kontakt mit ihren Geschwistern. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so eine mega harmonische Familie, in der sie aufwächst. Also Okay. Die hat mir damals meine Nase geklaut und nicht wiedergegeben. Ja, mit dem Bruder läuft's halt, oder mit einem der Brüder läuft's auch nicht besser. Der schmeißt Edna in den See, um ihr das Schwimmen beizubringen. Drückt ihr Kopf mal unter Wasser, damit sie auch tauchen lernt. Noch besser als, ich wollte wissen, ob sie untergeht. Ja, also jedenfalls lernt Edna nie richtig schwimmen. Also das ist danach irgendwie auch. Warum? Jetzt hat er sich so viel Mühe gegeben. Ja, auch mit der höheren Bildung sieht's nicht so wahnsinnig gut aus. Edna verlässt schon nach der 4. Klasse die Schule und mit 16 hat sie einen Vollzeitjob und schmiert Sandwiches für $15 die Woche in einem kleinen Laden in der texanischen Stadt mit dem schönen Namen Pampa oder Pampa. Aber jetzt muss ich doch mal gleich fragen, wie war es denn damals bestellt, um die, ja, ich sag mal, Bildung der großen Masse und um die Bildung der, von Frauen? Eher schlecht. Also ich kann da jetzt nicht für alle sprechen offenbar, aber also du musst ja überlegen, gerade in dieser Zeit, in der wir so eine Wanderungsbewegung irgendwie durch die USA haben, gibt es tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Chancen. Ne? Also ich glaube, da wurde unter anderem auch, wenn überhaupt, dann im Planwagen unterrichtet. Ne? Wenn du im Prinzip einen Großteil der Gesellschaft hast oder einen bedeutenden Teil der Gesellschaft, der da auf so einer Art Trek unterwegs ist. Ja, Bildung für Frauen war irgendwie auch so ein bisschen, also erstens rudimentär und zweitens zweitrangig. Ne? Also wenn, dann war es irgendwie sinnvoller, dass der Mann irgendwas lernt, damit er auch später einen Beruf ergreifen kann. Und die Frau wurde im Zweifelsfall verheiratet und dann war gut, Schicht im Schacht. Also die haben das damals schon sehr, ja, sehr, ich sag mal, pragmatisch gesehen, ne? Also es gab natürlich immer mal wieder Ausnahmen und es lag auch sehr oder hing sehr davon ab, welcher Schicht man zugehörte. Also man kann mal davon ausgehen, dass in der einfachsten Schicht, zu der eben auch Edna gehörte, relativ wenig Bildungschancen da waren für Frauen und Mädchen. Das wäre eine wesentlich profanere Frage. Also wenn du sagst hier Pampa oder Pampa, so, also bei mir ist umgangssprachlich, dass die Pampa ist. Dass man dass da nichts ist, so, keine Ahnung, da ist irgendwie ein ödes Gebiet. Kommt es daher? So, ist es wirklich? Also, ich glaube, das kann gut sein, aber die Pampas kommt eigentlich aus, wenn ich mich jetzt nicht irre, Argentinien und ist da, gehört da, glaube ich, zum, das müsste ich eigentlich besser wissen, ich war mal in Argentinien, soweit ich weiß, ist das, glaube ich, sogar ein Teil von Patagonien und das ist eben wirklich so eine ziemlich, eigentlich so eine Art Steppenlandschaft, da ist wirklich nichts. Also, Patagonien ist zum Beispiel bis heute in Argentinien sehr, sehr dünn besiedelt und da kommt das in der Tat her. Wie dieses
wie sich das allerdings als Redewendung bei uns eingebürgert hat, das wäre auch mal eine interessante Frage, der man nachgehen könnte. Also ich weiß, dass zum Beispiel Großbritannien, die haben früher, da gab es so eine Zeit, in der die Briten, die ja damals noch sehr kolonialistisch unterwegs waren, sich auch wahnsinnig gern in Argentinien niedergelassen haben, um da Farmen und Ranches aufzubauen und haben da entweder bis ans Lebensende gelebt oder sind dann irgendwann wieder zurückgekommen. Aber dann wäre da höchstens so eine linguistische Verbindung irgendwie ins Britische entstanden. Das erklärt es nicht, wie es ins Deutsche gekommen ist. Also das wäre tatsächlich mal eine interessante Frage für... Folgeauftrag. Genau. Ich finde auch deinen Anspruch wirklich spitze, dass du sagst, so, du warst mal in Argentinien, du musst jetzt alles wissen, was in Argentinien zu wissen gibt. So, also, wow, cool. Ich wohne in Deutschland und ich bilde mir nicht ein, alles zu wissen. So. Ja, also ich lege meine Latte schon gern ein bisschen höher. Sehr gut, manchmal sehr gut. Auch ein bisschen zu hoch. Nee, aber ich habe damals tatsächlich sehr viel über Argentinien gelesen. Es ist allerdings mittlerweile auch schon irgendwie 10 Jahre her, dass ich da war. Oder ja, fast 10 Jahre. Insofern vergebe ich mir da jetzt mal selbst, dass ich das vergessen habe. Genau, so, wo waren sehr wir? Gut. In der Pampa, beziehungsweise im texanischen Pampa. So, also Edna schmiert da also für $15 die Woche ihre Sandwiches und merkt relativ schnell, davon kann sie eigentlich nicht gut leben. Und dann erinnert sie sich doch mal an einen ihrer Brüder, der mittlerweile in Oklahoma lebt, besucht den. Da ist sie dann gerade mal 3 Tage angekommen. Da gibt's einen Brief, trudelt ein Brief von der Schwester ein. Und die Schwester lebt mittlerweile in Kalifornien und schwärmt in ihrem Brief davon, vom Leben in Kalifornien. Das ist ja damals auch schon so ein Sehnsuchtsziel. Und Edna hat eben auch schon von diesen verheißenden Möglichkeiten in Kalifornien gehört und beschließt also, sie geht nach Westen. Ja. Also ein bisschen eigentlich der Plot gerade wie The Wizard, nur ohne Computerspiele. Wir müssen alle nach Kalifornien und das ist wichtig. Das war ja während der Dust Bowl tatsächlich auch schon so, ne? Gerade auch die Leute aus Oklahoma sind sehr viel nach Kalifornien gewandert und dann gab es John Steinbeck, der genau darüber Früchte des Zorns, glaube ich, geschrieben hat. Die sind nämlich in Kalifornien überhaupt nicht gut angekommen, also nicht gut aufgenommen worden von der Bevölkerung. Die wurden damals Okies genannt und sind da sehr despektierlich behandelt worden. Und ihre Jobchancen, die sie sich ausgerechnet haben, die waren in Kalifornien für die Cuts. Die sind extrem ausgeschlossen worden und haben da in furchtbaren Planwagensiedlungen gelebt. Jetzt kommt Edna natürlich ein bisschen später nach Kalifornien und hat offenbar diese Legende, die es ja von Kalifornien gibt, die wir bis heute kennen, dass Kalifornien eben das Land der verheißenden Möglichkeiten ist, die hat sich also offenbar auch damals gehalten. Wir waren doch mit unserem toten Cowboy hier auch ungefähr in der Zeit, oder? Vor 1-2 Folgen. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Das war doch auch so um die 1920 herum? Also ich glaube so Ende des 1890. Und er hat es ja nicht ganz bis nach Kalifornien geschafft, aber er ist auch dem vermeintlichen Goldrausch gefolgt, um dann festzustellen, das ist alles gar nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. So nicht. Ja, also die verheißende Möglichkeit, die da auf Edna in Kalifornien wartet, die ist eine arrangierte Ehe von ihrer Schwester. Das ihr natürlich, das wurde ihrem Brief nicht mitgeteilt, aber ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Einfach irgendwie. Aber dass die Schwester, Sie können Sandwiches schmieren. Ja, die Schwester die Schwester ist schon verheiratet und die stoßen da irgendwie auf einen Typen, der in der Navy ist und beschließen dann, der wäre doch eigentlich eine gute Partie für Edna. Jo. So. Also die haben jetzt nicht so direkt was davon, sondern eher ein, da gibt's diese Schwester noch und die ist noch nicht unter Dach und Fach und jetzt machen wir das mal klar für die, damit die hier, keine Ahnung, damit sie. Bei elf Kindern ist ja immer so auch, dass das eine dann für das nächste immer verantwortlich ist wahrscheinlich, ne? So, sonst kriegst du die ja gar nicht mehr gemanagt. Ja. Ja, also was genau die Motivation dafür ist, das steht auch echt in den Sternen. Also die tun halt diesen Typen auf. Elva Arthur Hudson heißt der Gute, mit dem sehr, sehr logischen Spitznamen Larry. Der sich aus diesem Namen ergibt und Edna kommt also in Kalifornien an und dann wird ihr da dieser Kandidat präsentiert. Hat immer so weiße Anzüge getragen.
Das, so Freizeitanzüge? Nee, das ist nicht überliefert. Ah, okay. Was ja. man weiß, ist, dass Edna da ankommt und da ist sie 16 Jahre alt und eigentlich ist das noch ein bisschen jung, um verheiratet zu werden. Das geht noch nicht ohne. Wie alt ist er? Also ich glaube in den 20ern, so genau lässt sich das nicht ermitteln. Also er ist auf jeden Fall älter als sie. Er ist schon alt genug, um diese Entscheidung selber treffen zu können. Aber das genaue Alter von ihm ist leider nicht überliefert. Das ist allerdings so, also Edna denkt, die hat eigentlich keine Lust auf Hochzeit und die denkt auch, na gut, ich bin 16, ich darf noch gar nicht heiraten, nicht ohne die Zustimmung meiner Eltern. Ich komme hier aus dieser ganzen Geschichte wieder raus. Da hat sie aber die Rechnung ohne ihre Schwester gemacht. Die schreibt nämlich mal eben Brief an die Eltern, tut so, also sie schreibt den Brief quasi als Edna und schwärmt den Eltern dann vor, wie toll Larry ist und dass sie den unbedingt heiraten will. Wow! Was für ein Arschloch. Das ist ein Dick-Move. Genau. Ey. Genau. Und die Eltern sagen, ja gut, Mensch, Kind, du bist schon seit einem Jahr von zu Hause weg. Wenn du von dem so begeistert bist, geh mit Gott. Ne? Also, ja, mach halt, mach, ne? Genau, so. Edna muss also Larry heiraten. Über ihren Ehemann lässt sich Edna später diese Beschreibung entlocken. He was a sorry son of a bitch. Also, ja, läuft nicht so gut. Nach 2 Wochen kommt Larry mit einem schweren Fall von Gonorrhoe nach Hause. Ein anderes Mal schlägt er bei der Navy einen Vorgesetzten und wird dafür prompt 30 Tage eingesperrt. Und Edna muss sich also ziemlich schnell alleine durchschlagen. Also Traum, der hat ja auch versucht, sich alleine durchzuschlagen. Genau. Aber mit seinem Chef. Genau. Also Larry wohnt natürlich in der Kaserne, ne? Aber da kann Edna nicht wohnen. Das heißt, sie muss sich also allein irgendwie ein Apartment organisieren und das natürlich auch finanzieren. Sie nimmt sich also, sucht sich also einen Job oder mehrere Jobs. Sie arbeitet als Kassiererin und als Kellnerin, damit sie überhaupt irgendwie dieses Apartment bezahlen kann und sich was zu essen kaufen kann. Und wenn ihr Ehemann aus der Kaserne kommt, dann klaut er ihr das Geld aus der Handtasche und geht dann in die Stadt einen drauf machen. Wow! Ja, aber erfährt man irgendwann, was die andere Schwester quasi als Hintergedanke hatte, warum sie ihn ausgerechnet mit dem verwirrt hat? Also ist das wirklich irgendwie so, wusste sie, dass der so ein Pile of Crap ist? Oder ist es so, hat sie es wirklich gut gemeint? Man weiß es nicht so genau. Man weiß es wirklich nicht. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Edna den Kontakt zu ihrer Familie abbricht und da nie genau geklärt wird, was da jetzt okay, die Kinder drin waren. Also auch schon so frühzeitig so. Okay, alles klar. Mhm. Ja. Genau. Also das war kein, die hat mir damit die Nase geklaut, jetzt räche ich mich, indem ich ihren komischen Mann unterschied. Ja, also wo das herkam, ist wirklich, da kann man Vermutungen anstellen, das lässt sich aber nicht mehr ermitteln. Edna bleibt 3 Monate in dieser Ehe und hat dann die Schnauze voll, ist jetzt 17 Jahre alt, pleite, hat eine gescheiterte Ehe hinter sich, die ist aber natürlich noch nicht geschieden. Dann trifft sie Benjamin D. Groves. Also wir sind jetzt im Jahr 1944. Die USA sind 3 Jahre zuvor ja in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und Benjamin Groves ist ein schneidiger Bomberpilot, der die neuen Boeing B-29 Super Fortress Langstreckenbomber fliegen soll. Also da, Nürnberg, ja. Jürgen grinst. Ja, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie ein schneidiger Bomberpilot wohl aussieht im Vergleich zu einem, ja, so ein, zu einem. Also mein Tipp, er hat eine Bomber. Ja. Naja, also sicherlich ein junger Mann, gut in Form, in Uniform, mit wahrscheinlich glatt rasierten Wangen und gutem Haarschnitt oder Navy-Haarschnitt, Air Force-Haarschnitt. Und also in jedem Fall hat er Eindruck auf Edna gemacht. Edna verliebt sich nämlich und träumt jetzt von einer gemeinsamen Zukunft. Aber da wird Benjamin Groves auch schon in den Pazifikkrieg geschickt und Edna hört nie wieder. Ich kann sagen, da kamen jetzt auch nicht unbedingt alle wieder nach Hause, wie wir schon gelernt haben. Ja, sie weiß auch überhaupt nicht, ob er den Krieg überlebt hat. Also sie machen sich zwar, die versprechen sich zwar irgendwie in Kontakt zu bleiben, aber da, ich glaube, da gehen nicht mal Briefe hin und her, beziehungsweise werden nicht zugestellt. Und mit knapp 80 wird Edna allerdings noch sagen, wenn sie ihn aufspüren könnte und wenn er Single wäre, würde sie ihn mit nach Hause nehmen. Also. Oh. Also ich habe tatsächlich nicht an schneidigen Menschen gedacht, sondern denk bei B29 immer hier direkt an Dr. Strangelove, wo, glaube ich, auch die,
die Atombombe dann am Schluss abgekoppelt wird. Ist das nicht auch ein B-29-Bomber? Wo er hier dieses legendäre Bild, wo er quasi die steckende Bombe noch quasi genau hier quasi nach unten reitet, aus auch ein Texaner. Das Bild nicht vor Augen. Es ist absolut, absolut großartig, die Stanley Kubrick-Satire über das Wettrüsten. Aber er spielt auch ein bisschen später als der Zweite Weltkrieg. Aber gut. So, also auf jeden Fall. Gab es ein B-Sip? Was wir B-Sip mag auch sein. So, also was wir rausgehört haben, ist, sie wird doch recht alt werden. So, auch nicht selbstverständlich für jemanden, der so früh geboren ist. Und B, wird sie zeitlebens halt ihrer großen Liebe nachtrauern. Ja, er bleibt zumindest in ihrem Hinterkopf, was vielleicht, wenn man den Rest der Story noch so hört, vielleicht ein bisschen überraschen mag. Aber schauen wir mal. Also klingt, als würde sie vielleicht etwas pragmatisch werden oder sein. Könnte man so sagen, ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Also jetzt grinst du. Ja. So, jetzt. Ihr habt ja keine Ahnung. Aber erster Eindruck, gut für sie. Ja. Genau, also Edna hört leider nie wieder von Benjamin Groves. Sie hört aber kurz darauf von ihrem Gynäkologen, nämlich Frau Milton, sie sind schwanger. Überraschung. Ja, also. Ich weiß nicht, ob auch herzlichen Glückwunsch. Es ist eine Bombe. Ja, also Edna ist also keine 18 Jahre alt, immer noch pleite, eine gescheiterte Ehe hinter sich, noch nicht geschieden und jetzt unehelich von einem Soldatenschwanger, der im Krieg ist. Also, Das sind schon so ein paar Kerben im Bettpfosten auf jeden Fall. Klingt nach sehr harten Zeiten. Genau, die werden leider auch noch härter. Sie bringt 9 Monate später nach 19 Stunden in den Wehen ihren Sohn Freddy Joe zur Welt. Und der stirbt dann leider 2 Monate später an der Gelbsucht. Also, es läuft richtig gut bei ihr. Ja, und muss man ja auch mal sagen, ne, also wir sind jetzt hier so 1945, dass da Kinder noch an der Gelbsucht sterben, ist auch echt heftig, ne? Muss man auch mal im Hinterkopf behalten. Das ist heute nicht mehr ein Problem, aber da bekommt man auch mal nochmal eine Wertschätzung für die Entwicklungen, die wir in der Medizin so, ja. Es ist wirklich, wir haben ja auch wirklich immer bei uns ein paar Todesarten sind ja bei uns regelrechte Running Gags, Typhus. Wo man sich auch wirklich denkt, so was? Naja, es ist so, wo man, also wie bewusst man sich eigentlich sein muss, welche Krankheiten die Menschheit einfach zu einem nicht mehr Thema gemacht hat, ist es einfach, man muss das. Aber ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir in den Vereinigten Staaten von Amerika uns gerade befinden und die gute Dame auch pleite ist. Also die Frage, die im Raum steht, ist ja auch, konnte und wollte sie sich keinen Arzt leisten? So, das ist halt auch ein bisschen so, was ich mich frage, hast du da Infos dazu oder war es halt einfach wirklich Pech, so? Also, man weiß es nicht so genau. Sie spricht darüber später auch nicht so wahnsinnig gern. Also sie sagt, dass der Sohn sehr, sehr früh gestorben ist und dass danach für sie eigentlich auch schon klar ist, dass sie eigentlich keine Kinder mehr will, weil sie einfach mit dieser Trauer nicht nochmal irgendwie konfrontiert werden will. Okay. Genau. Aber ich glaube, du hast schon recht. Also es ist sehr sehr wahrscheinlich, dass sie in dieser Zeit mit diesen Gelegenheitsjobs, die sie hat, sich jetzt nicht eine wahnsinnig gute Gesundheitsversorgung leisten kann. Ne? Und dass man dann, also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Krankheitsverlauf von so einer Gelbsucht ist, ob man das vielleicht am Anfang noch mit irgendeiner Fieberkrankheit bei einem kleinen Kind verwechseln kann und einfach total unterschätzt, was da auf einen zukommt. Ja. Und wie schnell das so einen kleinen Babykörper, 2 Monate ist ja nur wirklich noch mega jung, wie schnell das dann einfach wirklich auch lebensgefährlich wird. Ne? Okay, ja. Alles klar. So, also Edna hat jetzt echt so, ist so eigentlich an ihrem Tiefpunkt und versucht jetzt ihr Leben auf eine stabilere Bahn zu bringen und einen richtigen Beruf zu lernen. Sie nimmt also Kurse als Innenarchitektin, aber das passt irgendwie nicht zu ihr. Dann versucht sie sich als Immobilienmaklerin, das klappt aber auch nicht. Und dann eines Tages lässt sie sich zum ersten Mal für Sex bezahlen. Otto und Edna. Das kommt jetzt prompt. Ja. Otto und Edna, wenn du ein Teenager bist, ohne schulische Bildung und ohne Beruf, dauert es nicht lang, bis du herausfindest, dass du im Liegen mehr Geld verdienen kannst, als wenn du den ganzen Tag auf den Beinen bist. Also, wenn du vorhin gesagt hast, sie wird vielleicht ein bisschen pragmatischer, dann kann man das, glaube ich, aus diesem Zitat raushören. Ja. Edna wird also Sexarbeiterin und findet 2 Jahre später heraus, dass sie erneut schwanger ist, muss sich dann um eine Lösung bemühen,
die zu ihrer Zeit, ja, das ist eine Abtreibung, die ist übrigens zu dieser Zeit noch illegal. Und sie findet dann also irgendwie einen Arzt, der ist allerdings eher Metzger als Arzt. Also das läuft alles überhaupt nicht gut. Da gibt es ziemliche Komplikationen und sie hat da also jahrelang irgendwie gesundheitlich mit zu kämpfen und führt aber trotzdem weiterhin noch irgendwie ihren Beruf aus, den sie da jetzt hat. Und in dieser Zeit... Gottes Willen. Bei wem bohrt's jetzt? Das, meine Nachbarn bohren offensichtlich. Ah, ja. Es ist 20.13 Uhr, noch dürfen sie. Ja, ach, deine Nachbarn waren es. Ich habe jetzt kurz überlegt, aber mal, bei mir der Hund. Ja, ja. Nee, also ich wollte jetzt hier gerne rein unterbrechen oder so, aber es ist wirklich einfach, wenn ich mir überlege, in wie vielen Ländern Strafen auf Abtreibungen stehen, in wie vielen Ländern es nicht legal ist, wo ich mir dann immer denke, Leute in ihrer großen Not machen das immer, egal was man tut. Und welch schlimme Mittel dann auch einfach Leute nutzen, weil ja, wenn der Arzt halt seine Zulassung verliert, wenn er das offiziell in der Praxis macht, dann gehe ich halt zu dem weirden Typ im Hinterhof, der das irgendwo macht. Ich denke mir immer so, um Gottes Willen, das kann es doch nicht sein. Das ist so ein gesellschaftliche Sache, wo ich mir denke, ja, das wird halt nicht weggehen. Mhm. Das geht nicht weg. Und dann macht man es doch lieber in einem Rahmen, wo man sagt, okay, hier gibt es Möglichkeiten und ja, also das ist... Ich möchte jetzt auch nicht geschmacklos wirken, ja, aber wie genau treibt man denn ab in der Zeit? Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Uff, da, also die genauen und wahrscheinlich sehr blutigen Details da, die kenne ich da jetzt auch nicht. Also es gibt, ich glaube, das ist so ein bisschen cringeworthy, wenn ich das jetzt beschreibe, was ich immer wieder höre, wenn ich mal so über Abtreibungen in früherer Zeit lese, kommt mit dem Verb auskratzen daher. Genau, also das ist schon irgendwie wie ein Besuch beim Gynäkologen und da kommen dann, also da wird, die Frau wird jetzt dafür nicht operiert, also indem man irgendwie durch die Bauchdecke geht, sondern das wird schon gynäkologisch gemacht, aber ich glaube, die Details, da bin ich persönlich überfragt. Und so genau will man es auch gar nicht. Das ist auch die Frage, ja, ob man das wirklich so genau wissen will. Ich dachte, ich stelle nur mal eine intelligente Zwischenfrage, aber ich mache nicht mehr. Sorry. Ich glaube, du kannst es dir ungefähr so vorstellen, wie meine Hintergrundgeräusche. Ja, das hat mich jetzt auch irgendwie ein bisschen in die Richtung geleitet. Inspiriert. Ja. Ja, also, wo waren wir? Genau, wir waren an einem neuen Tiefpunkt quasi. Und in dieser Zeit hört Edna dann von einem Bordell in der texanischen Stadt LaGrange. Das hat unter den Sexarbeiterinnen der Großstadt einen relativ guten Ruf. Aber Edna lebt eigentlich nach dem Motto, wenn etwas zu gut klingt, dann ist damit irgendwas faul. So, also sie ist eigentlich sehr clever von ihr. Und ich wollte eine Sache noch vorweg fragen. Wie geht's dir denn eigentlich mit der ganzen Situation? Ist sie da sehr verbittert drüber oder ist es so ein pragmatisches, naja, es geht jetzt nur so, deswegen mache ich das? Oder ist es für sie okay oder leidet sie da sehr drunter? Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, hat sie einen stark religiösen Hintergrund und so weiter? Also wie geht's ihr damit einfach? Also es scheint ihr damit, sie scheint da wirklich sehr pragmatisch mit umzugehen. Es scheint ihr damit recht gut zu gehen. Also ich glaube, sie geht da so ein bisschen nach dem Motto, ich habe es auf die ehrliche Art versucht oder auf die moralisch in der Gesellschaft nicht verurteilte Art. Die Sexarbeit ist ja keine unehrliche Arbeit, muss man ja auch mal mit dazu sagen. Sie hat halt auf anderem Wege versucht und sie hat irgendwie immer rumgerudert und es hat nicht geklappt. Und jetzt hat sie einen Weg gefunden, mit dem sie sich ein Apartment leisten kann, mit dem sie nicht irgendwie obdachlos ist, mit dem sie sich Geld, mit dem sie sich Essen kaufen kann. Und da wird sie dann relativ schnell pragmatisch. Also sie ist, glaube ich, was man in den USA gerne als Street Smart bezeichnet. Also sie mag keine hohe schulische Bildung haben, aber sie hat ein relativ gutes Gespür dafür, wen sie sich da irgendwie vom Hals halten muss und wen nicht. Und sie schafft es irgendwie, sie spricht aber nie genau darüber, wie, aber sie schafft es, sich so eine Zuhältersituation vom Hals zu halten. Also in sowas rutscht sie eben nie.
Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie verbreitet das zu der Zeit schon ist, dass es irgendwie unzählig Zuhälter gibt, die da so ganze Ringe an Frauen, an Prostituierten oder Sexarbeiterinnen halten. Das ist noch ein etwas anderes Konzept. Also wir kommen ja eigentlich noch aus so einer Zeit, in der Frauen das quasi selbst organisiert sozusagen als Entscheidung treffen, dass sie so jetzt Geld verdienen, und im zweiten Schritt merken dann manche Männer, dass man das eigentlich auch für sich ausnutzen kann, indem man da mehrere Frauen irgendwie um sich schart und die dann auf die Straße schickt. Und da kann sie sich aber immer vorbewahren. Also sie hört dann eben von diesem Bordell in LaGrange und ist da, wie gesagt, erstmal sehr skeptisch. Und dann hört sie aber, dass da zumindest mal für eine Woche eine Position offen ist. Und dann denkt sie sich, okay, ich gucke mir das jetzt mal genauer an. Krankheitsvertretung oder was ist da für eine Woche? Ja, oder vielleicht mal Urlaub. Von der Rue. Jedenfalls. Ja. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Du wirst noch Ohren machen. Nicht Augen, aber Ohren. Also sie beschließt also, dass sie da mal eine Woche hinfährt, sich das mal aus der Nähe ansieht, und wenn es blöd ist, dann geht sie halt nach einer Woche wieder. So. Edna Milton kommt also 1952 nach LaGrange. So, LaGrange liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Houston und Austin. Das sind ja, glaube ich, so zwei Städte, die man in Texas so ein bisschen verorten kann. Da wohnen ein paar tausend Einwohner. Und das Bordell, das sie vorfindet, wird im Volksmund Chicken Farm oder Chicken Ranch genannt. Weil sich später der Name Chicken Ranch einbürgert, bleibe ich jetzt mal dabei, damit wir da nicht ständig hin und her springen. LaGrange liegt in einem County, das heißt Fayette County, und diese Gegend wird während der Einwanderungswelle Anfang des 19. Jahrhunderts stark von deutschen und tschechischen Einwandererfamilien besiedelt. Und die bringen nicht nur eine andere Kultur, sondern auch andere Moralvorstellungen mit, zum Beispiel eine Toleranz für das älteste Gewerbe der Welt. So, das ist also ungefähr um 1830, und da gibt's dann zum Beispiel eben junge Frauen, das habe ich ja vorhin gesagt, die sind halt mit großen Hoffnungen eingewandert oder ziehen zum Beispiel aus so Staaten wie Oklahoma weg, weiter gen Westen, oder es gibt auch eine Bewegung nach Texas für eine ganze Weile, und irgendwo auf diesem staubigen Weg in ein neues Leben lösen sich aber diese ganzen Träume in Luft auf, und irgendwann haben die einfach keine andere Möglichkeit mehr und entscheiden sich, dass sie halt so ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber das finde ich jetzt schon bemerkenswert, dass das quasi importiert wird, diese Toleranz für dieses Gewerbe. Weil ich hätte jetzt eigentlich angenommen, dass so gerade in Zeiten vom Wilden Westen, dass da Amerika noch nicht so prüde oder so aufgesetzt prüde war, sondern dass es... Ich hätte jetzt aber tatsächlich eher andersrum erwartet, denn wer ist denn zuerst ausgewandert? Die Leute, die religiös verfolgt waren, und Puritaner und Puritaner. Co. waren halt doch stark religiös. Genau, es gibt halt eine sehr, sehr starke puritanische Bewegung in Amerika, im früh besiedelten Amerika. Das hält sich relativ lang, und je stärker sich das mit Einwanderern durchmischt, umso mehr wird das so ein bisschen aufgelöst. Und genau, das, was man sich so unter Midwest vorstellt, das sind ja dann oft auch dann so diese Glückssucher, ne, die irgendwo dann losgezogen sind, ihre eigenen Städte gründen und die wahrscheinlich auch andere Moralvorstellungen nochmal haben als der Durchschnitt. Genau. Ja, also das erste Bordell mit einer Madam, wie die ja dann genannt werden, entsteht in LaGrange um die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, also in den 1860er Jahren. Manche sagen auch, es gibt schon irgendwie mal eine Madam, die aus New Orleans kommt, so um 1844. Also irgendwo in dieser Zeit entsteht also das erste Bordell. Und LaGrange geht da mit der Zeit, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat beinahe jede große amerikanische Stadt ein Rotlichtmilieu. Und das ändert sich dann erst, als die Frauenbewegung und die Temperance-Bewegung so wirklich ins Rollen kommen und sich auch gegen die Prostitution engagieren. Also die Temperance-Bewegung, das sind ja die Befürworterinnen und Befürworter der Prohibition, und die ist sehr religiös geprägt. Da sind sie wieder, die Puritaner. Und wenn man sich schon gegen eine Sünde, nämlich die Sünde des Alkohols, zu Felde zieht und sich dagegen engagiert, dann nehmen wir die anderen gleich mit. Genau. Genau, so. Und diese Bewegung stößt also eine Entwicklung an, dass die Rotlichtmilieus in den amerikanischen Städten nach und nach zurückgedrängt werden.
Und das passiert zum Beispiel auch in Austin und in Dallas. Da werden dann die Milieus quasi regelrecht dicht gemacht und die Sexarbeiterinnen werden de facto aus der Stadt vertrieben. Die müssen sich also irgendwie eine neue Stelle suchen, wo sie ihrer Arbeit nachgehen können. Und davon ist 1912 auch eine Frau namens Faye Stewart betroffen. Also die heißt eigentlich schon gar nicht mehr Faye Stewart, sondern nennt sich Jessie Williams, weil Sexarbeiterinnen sich meistens einen anderen Namen zulegen, um ihre Familien zu schützen. Und Faye Stewart alias Jessie Williams wird also aus Austin vertrieben und siedelt sich in LaGrange an. Warum sie LaGrange wählt, weiß heute auch keiner mehr so genau. Aber dort übernimmt sie das örtliche Bordell, das da noch funktioniert oder das da noch existiert. Und übernehmen heißt, dass sie das dann leitet oder führt? Oder? Genau, sie leitet das. Und dieses Bordell liegt direkt an der Grenze zum Viertel, in dem die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner leben. Und es trägt den sehr einladenden Namen The Shacks, was man ja so ungefähr mit die Baracken übersetzen kann. Wow, großartig. Fühlt man sich gleich eingeladen. Ja. Ja, dummerweise folgen ja auch diese moralischen Bedenken zur Prostitution relativ schnell nach LaGrange und da engagieren sich auch bald die ersten Anwohnerinnen und Anwohner gegen diesen Sündenpfuhl mitten in ihrer Stadt. Ja, aber Jessie Williams hat dazugelernt. Sie organisiert sich eine Geschäftspartnerin und kauft sich am 31. Juli 1915 ein kleines Farmhaus auf einem 4,5 Hektar großen Grundstück außerhalb der Stadt. Kaufpreis für 4,5 Hektar $700. So. Die Farm könnte besser nicht liegen. Die liegt nämlich nicht mal 1 Kilometer von der Hauptverkehrsader nach Houston und Austin entfernt, am Highway 71. Also das ist damals noch kein Highway, wird aber später der Highway 71. Es gibt eine Straße direkt zum Haus, zum Haupteingang. Und für diejenigen, die nicht gesehen werden wollen, gibt es eine staubige Straße zum Hintereingang des Bordells. Aber ich wollte gerade sagen, wie modern das eigentlich ist aus heutiger Sicht, wenn man so genau solche Locations heute erwarten würde, würde man genau diese Sachen erwarten, beziehungsweise sieht ja auch Bordelle und ähnliche Sachen genauso an der Autobahnauffahrt ganz in der Nähe oder ne, genauso diese Sachen, dass du sagst, ja, man will da unauffällig reinkommen oder auch einfach, es ist ersichtlich, wo das Ganze liegt, aber so ein bisschen außerhalb. Das ist ja von den Sachen, wo man es mitkriegt, wo es offensichtlich ist von außen. Also ich hätte genau noch nie irgendwo an der Autobahnauffahrt bewusst ein Bordell wahrgenommen. Das würde mich jetzt mal interessieren, an welcher Auffahrt. Wie schildert man das aus? Ja. Wirklich nicht. Gibt es dann da so eins von diesen braunen Schildern, die so auf lokale Sehenswürdigkeiten hinweisen? Ja. Outdoor- und Genussregion, sage ich nur. Oh. Karpfenlandschaft. Genau. Moment. In wo ist, ich überlege gerade, was ist das? In, helft mir auf die Sprünge, das Bundesland mit dem Pferd im Wappen. Schweigen. Da gibt es doch ganz viele von diesen. Danke, da gibt es doch diese diese Campingwagen, die dann dastehen, wo einfach so Herzen dran sind, die dann leuchten. Und am Anfang denkst du da auch so, warum sind denn hier lauter? Ach so, dafür sind die. Ah, okay. Und die sind wirklich omnipräsent, wenn du da an der Bundesstraße oder irgendwo bist. Ja, jetzt sind wir schon an der Bundesstraße, ja. Jetzt ist schon keine Autobahnauffahrt mehr. Wirklich, das ist schon kein Bordell mehr, sondern ein kleines Häuschen. Siehst du die stetig? Ein Trailerchen. Ja, das ist ja auch, da ist ja dann eine Person drin, ne? Das ist ja kein Bordell im Sinne von das Groß und so. Ich merke schon, die Geschichte hat Löcher. Und das meine ich jetzt nicht so, wie ihr das vielleicht meint. Ja, also Jessie Williams peppelt dieses kleine Farmhaus da erstmal auf, lässt das im ersten Winter ja winterfest machen, ein bisschen aufrüsten und zahlt dann 1917 ihre Geschäftspartnerin aus, weil die nämlich geheiratet hat. Und Jessie Williams nennt ihr Haus jetzt auch Jessie Williams' Fashionable Boarding House. Also das Ganze ist jetzt quasi als Pension getarnt, also Boarding House ist ja eine Pension. Und Jessie Williams ist als Chefin dieser Pension, die ja natürlich ein Bordell ist, hat jetzt auch nochmal einen neuen Namen, nämlich Aunt Jessie. Also da wird so ein bisschen verkürzt und der Nachname fällt dann weg. Jessie. Aber ich mag auch das Attribut fashionable. Das ja, wenn schon, denn schon. Nee. Aber sie kann auch ihre Partnerin auszahlen, also der Rubel rollt. So, es geht ihr jetzt gut so.
Genau, genau. Also das dieses Bordell ist zwar als Pension getarnt, aber in La Grange weiß jeder, was da los ist, was in dieser Pension, wer da in dieser Pension eingezogen ist. Und ja, also um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie da jetzt nicht in irgendwelche Probleme mit den Gesetzeshütern kommt, stattet Aunt Jessie dem Sheriff der Stadt einen Besuch ab. Und gibt ihm so ein Gutscheinbuch. Ja, so in etwa. Also Sheriff August Lössin war übrigens aus Preußen in die USA eingewandert. Da haben wir sie wieder, die mit der Toleranz fürs älteste Gewerbe. Und der findet mit Aunt Jessie relativ schnell eine Einigung. Also sie wird geduldet, wenn ihre Damen beim Bettgeflüster die Ohren offen halten. Also wenn die schwarzen Schafe der Community zu Besuch kommen und da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dann könnten die Damen von Aunt Jessie ihm doch zutragen, was die Herren. Und das macht die mit, weil das ist ja jetzt wiederum sehr, sehr schlecht für den Ruf, wenn das rauskommt. Das scheinen die aber auf eine Art zu lösen, die nicht komplett gleich auf sie zurückfällt. So. Ja, also ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, wie offen die das leben, also der Deal ist nämlich auch der, Sheriff Lössin fährt dann bald jede Nacht zur Chicken Ranch, um sich da Bericht erstatten zu lassen. Also eigentlich ist das schon Talk of the Town, ne? Das ist alles striktes Business. Ich habe keine Beweise fürs Gegenteil, deswegen werde ich hier nichts anderes behaupten. So, er treibt sich aber immerhin so oft darum, dass seine Beamten die Chicken Ranch schon als sein Büro bezahlen. Und dann fährt er auch immer mit dem Einspritzer hin. Entschuldigung. Oh, Jürgen, das ist ja furchtbar. Ja, also Aunt Jessie lässt sich auf diesen Deal eben ein und einigt sich mit dem Sheriff auch außerdem darauf, dass die Frauen einmal die Woche von einem Mediziner in La Grange untersucht werden, damit da keine Geschlechtskrankheiten sich durch seine Community ihren Weg bahnen. Noch. Das veranlasst der Sheriff. So ganz selbst. Ja, ganz also selbstlos. Ja. Aus welcher, also Motivation. Ja gut, aber. Also es ist ja, ja, es ist ja schon drum, neuer, eigentlich ist es ja, also es ist schon irgendwie ein guter Deal. Ja. Und ich glaube. Und eigentlich ist es doch auch für den Frieden untereinander total gut, wenn es kein, ja, der eine Mann hat sich da irgendwo angesteckt bei der einen und jetzt geht's im Dorf, in der Stadt rum und die sind schuld, sondern wenn die sozusagen präventiv Dinge tun, ist es doch sozusagen vielleicht für den Einzelfall nicht irgendwie von Bedeutung, aber so für den großen Frieden und den Ruf von dem Haus dann ist es sicherlich zuträglich. Ich glaube, es geht Aunt Jessie auch vor allem um den Ruf ums Haus. Also sie hat zwar diese Vereinbarung mit dem Sheriff, dass man da so das Bettgeflüster mal weitergibt, wenn da Informationen für ihn mit dabei sind, aber letztlich geht es ihr darum, dass sie sich mit der Community gut stellt. Und da ist es wirklich auch nur in ihrem Sinne, wenn da bekannt ist, dass sie da Frauen anstellt, die gesund sind und die denen da keine Geschlechtskrankheiten einschleppen. Also das gibt ihr einen Anstrich von Seriosität. Ja, und sie hat ja da so Weitsicht auch bewiesen und so, ne? Und Street Smartness, wie du es vorhin genannt hast. Deswegen wundert mich dieses, dass er dann dem Sheriff was steckt, so, weil das ja schon eigentlich potenziell, also in dem Film würde das dann irgendwann eskalieren und negativ auf sie zurückfallen. Ja, finde ich interessant. Ja, es gibt noch ein paar weitere Regeln. Und zwar fordert der Sheriff, dass es im Bordell keine Trunkenheit gibt. Also wer da irgendwie sturzbetrunken rein marschieren und da dann irgendwie einen Streit vom Zaun oder eine Prügelei vom Zaun brechen will, da hat er keine Lust drauf, dass er dann da aufräumen muss. Und er lässt sich auch zusichern, dass sie immerhin nur ein illegales Gewerbe betreibt und jetzt nicht auch noch irgendwie anfängt mit Glücksspielen da. Nur eins auf einmal, ja, so. Okay. Das ist auch sinnvoll. Ja. Aber man ist eng verzahnt. Also das ist ja, es klingt fast so, als wenn er jetzt als neuer Co-Owner mit einsteigen wollen würde, als nächster logischer Step. Man ist gut befreundet so. Man ist gut befreundet und das begründet eine Tradition, die sich fortsetzen wird. So viel kann man schon mal sagen. Okay. Genau, also Aunt Jessie sieht halt auch zu, dass sie sich mit den Leuten in der Stadt gut stellt. Sie geht zum Beispiel sicher, dass alles fürs Bordell bei örtlichen Geschäften eingekauft wird. Also es gibt sogar eine Liste, die im Haus aushängt, bei wem man shoppen geht. Und das sind eben die Geschäfte in La Grange.
Ihre Frauen weist sie an, sich in der Stadt unauffällig zu verhalten und respektvoll gegenüber den Einwohnern der Stadt. Also wenn die zum Beispiel Beauty-Salons besuchen, um sich die Haare machen zu lassen, dann setzen die sich nicht vorn an einen der Stühle, die direkt neben dem Schaufenster sind, sondern die setzen sich weiter hinten ins Geschäft. Also es gibt so ein paar Regeln, die da etabliert werden. Ja, und es hilft sicherlich auch, dass Aunt Jessie regelmäßig für den guten Zweck in der Stadt spendet, zum Beispiel auch für Bauprojekte, als ein Flügel an das örtliche Krankenhaus angebaut wird, stellt sie einen Scheck aus und ist eine der größten Spenderinnen in der Stadt. Also sie weiß, wie man sich beliebt macht, ne? Um aber doch ganz auf Nummer sicher zu gehen, dass sich das Gesetz nicht für sie interessiert. Also es kann ja mal irgendwann jemand kommen, der irgendwo über dem Sheriff steht und sich fragt, was ist hier eigentlich los? Da bekommt sie noch einen Rat. Wenn sie ein paar Tiere hätte, dann könnte man das Ganze ja auch als Ranch bezeichnen. Also kauft Aunt Jessie 100 Hühner. Man könnte auch so das Angebot ein bisschen erweitern, so. Ja, genau. Das Eier mit verkaufen, ja. Aber heißt diese Folge jetzt dann Tiger Queen, the prequel? So. Oh Gott. Nein. Ihr gefiedertes Alibi gibt sie zwar schon nach einem Jahr wieder auf, aber ihr Bordell hat mittlerweile einen Spitznamen, der sich einfach hält. Und das ist eben der Spitzname der Chicken Ranch. So. Ja, okay, und das erklärt jetzt auch wirklich den Namen. Ich habe nämlich auch erst gedacht, so, ist das jetzt so ein Ding mit, ja, das sind die Chicks oder, aber klar, wenn da wirklich Tiere gehalten wurden, so ein bisschen als Alibi und alle finden es lustig und alle wissen eigentlich, was gemeint ist, zwinker, zwinker, dann erklärt sich das natürlich. Ja, und ich glaube, das kommt natürlich dem einen oder anderen auch zugute, ne? Also statt irgendwie zu sagen, ich fahre jetzt in Puff, kann man natürlich auch einfach sagen, ich fahre zur Chicken Ranch. Das klingt vielleicht ein bisschen netter. Ne? Ja. So stehen die Dinge, als Edna Milton 1952 zur Chicken Ranch kommt und da anheuert sozusagen. Als Sexarbeiterin zahlt sie $5 pro Tag oder $35 pro Woche für ihr Schlafzimmer an Aunt Jessie. Und als Edna auf der Chicken Ranch ankommt, geht's mit Aunt Jessies Gesundheit mittlerweile schon so langsam bergab. Die ist nämlich jetzt schon über 70 Jahre alt und hat Diabetes. Ui. Die Diabetes, da hilft's auch nicht, dass sie einen sehr, sehr süßen Zahn hat und den ganzen Tag am liebsten Süßes futtert. Das wird irgendwann so schlimm, dass ihr ein Bein amputiert werden muss. Bein. Weil darauf stürzt sie dann, bricht sich die Hüfte und ist danach auf den Rollstuhl angewiesen. Also die Madame rollt jetzt im Rollstuhl durch ihr Bordell und begrüßt da die Kunden. Und da werden natürlich auch die ein oder anderen zwielichtigen Charaktere in La Grange darauf aufmerksam, dass das jetzt vielleicht doch ein gutes Ziel wäre. Ja, im Januar 1948 marschieren gegen Ende der Nacht zwei Kriminelle auf die Ranch, leeren die Kasse, nehmen den Frauen und den letzten Kunden die Wertsachen ab und weisen Aunt Jessie dann an, ihnen ihr Erspartes auszuhändigen. Die rollt dann mit ihrem Rollstuhl zu ihrem Kleiderschrank. Da finden die Räuber dann stapelweise Bargeld und sind so begeistert, dass sie alles um sich herum vergessen. Also während die beiden dann mit den Dollarscheinen wedeln, rollt Aunt Jessie in ihr Büro und lässt den Sheriff verständigen. Da lohnt sich's, wenn man eine gute Verbindung zu Law Enforcement hat. Genau. Und der fährt wenige Minuten später vor der Chicken Ranch vor und nimmt die beiden Räuber fest, als einer von ihnen das Bargeld gerade in einem Kissen bekommt. Als habe ich gedacht, als sie sich gerade so auf dem Bett in den Scheinen so ein bisschen wälzt und Völlig absurd. Nee, also die sacken das gerade ein und wollen dann das weitersuchen. Da kommt der Sheriff. Und das ist seit 3 Jahren, seit 1945 übrigens, Jim Flournoy. Der ist beinahe 2 Meter groß, weshalb er von allen nur Big Jim genannt wird. Der tritt immer mit Stetson-Cowboy-Hut auf dem Kopf auf, mit Anzug und Cowboy-Stiefel, also wie sich das in Texas gehört, ne? Sieht Klischee auf, Typ einfügen, Klischee zu. Genau, er sieht ein bisschen aus wie sein Landsmann, der 36. Präsident der USA, Lyndon B. Johnson, der ja übrigens auch Texaner ist. Und der Staatsanwalt, der mit Big Jim zusammenarbeitet, beschreibt ihn später so: Seine Präsenz und sein Benehmen ließen John Wayne wie eine Sissy aussehen. Also, Bescheid. Bist da Bescheid. Branding. So.
Aber genau. Die guten Beziehungen zur Polizei, die sind jetzt auch nicht mit der Person gestorben, sondern sie hat sich allgemein in der Community etabliert. So, auch der neue Sheriff, hast du ja jetzt nur nebenbei erwähnt, so dass der gewechselt hat. Ist alles nach wie vor cool, so. Genau, Big Jim hält diesen Deal aufrecht, den Aunt Jessie mit seinem Vorgänger geschlossen hat. Und das ändert sich dann kurz, er schlägt kurz mal um, als Aunt Jessie also diese Kontrolle über das Bordell so langsam verliert. Da wird es dann doch mal irgendwie eine Zeit lang so rowdy, dass dann 1961 Big Jim sagt, ihr müsst den Laden jetzt hier dicht machen. Das ist mir hier zu viel Scherereien. Und das nur, weil die jetzt so quasi Schwäche zeigt. Ja, also es ist wohl so eine Mischung aus, ihr fangt jetzt so ein bisschen an, die Frauen im Bordell auf der Nase rumzutanzen, weil sie halt einfach, also sie ist jetzt irgendwie über 70, ist ziemlich immobil und so langsam, aber sicher ist sie halt nicht mehr so, sie behält das Geschäft, wenn du da irgendwie 8, 9 Frauen beschäftigst und da relativ viele Kunden irgendwie jeden Tag kommen, das ist schon einiges, was da gemacht werden muss. Und das behält sie einfach nicht mehr so gut unter Kontrolle. Und dann gibt's da offenbar noch so ein paar mehr von diesen Vorfällen, dass es da einfach mal ein bisschen zu wild hergeht. Und dann sagt der Sheriff irgendwann, das bringt ihm ja auch Scherereien dann in der Community, weil die Leute anfangen, sich zu ärgern und weil man vielleicht auch anfängt, drüber zu sprechen. Und dann sagt er, nee, also ihr könnt hier operieren, wenn ihr unauffällig seid. Aber wenn ich hier Scherereien habe und hier ständig rausfahren muss, dann so nicht, genau. Und da wittert Miss Edna bzw. Edna Milton jetzt ihre Chance. Also die hat sich ein hübsches kleines Sümmchen auf die Seite gelegt und bietet Aunt Jessie jetzt an, das Bordell von ihr zu kaufen. Ich zahl dich aus. Genau. Aunt Jessie muss jetzt nicht lange überlegen. Sie steht vor der Wahl, kein Unternehmen mehr zu betreiben, kein Geld mehr zu verdienen und mit über 70 auf den Rollstuhl angewiesen, da allein auf so einer Ranch zu wohnen oder sich auszahlen zu lassen. Die blöden Hühner. Ja, die Hühner sind ja schon weg. Die waren ja nur so ein einjähriges Alibi. Aber nichtsdestotrotz allein irgendwie auf 4,5 Hektar zu sitzen, ist schon nicht so ohne, ne? Mitten irgendwie im Nirgendwo, mehr oder minder. Und Jessie nimmt das Angebot also an und Edna Milton kauft am 28. November 1961 die Chicken Ranch für $28,500. Da ist sie 33, oder? Genau, sie ist 33, genau. Hat was aus sich gemacht. Und Jessie zieht nach San Antonio, genau. Und Jessie zieht nach San Antonio und stirbt da schon wenige Monate später, am 27. März 1962. Und Edna Milton ist jetzt 33 Jahre alt, hat ein Bordell gekauft, dessen Betrieb eigentlich gerade dicht gemacht wurde und vom Sheriff untersagt wurde. So. Sie muss sich jetzt also überlegen, die Arbeiterinnen sind längst weg, sind in größere Städte gezogen. Es klopfen aber immer noch Männer an die Tür und fragen, sag mal, wollt ihr nicht wieder aufmachen? Also macht Edna Milton nach einigen Wochen die Chicken Ranch zumindest so ein bisschen wieder auf. Spaltbreit. Also die selbst und eine weitere Frau ging spaltbreit. Genau, also da sind jetzt nicht irgendwie 8, 9, 10 Frauen beschäftigt, sondern nur sie und eine andere. So. Chicken Ranch is back in business. Edna ist jetzt der Boss und Edna Milton ist jetzt Miss Edna. Ah, ich hätte mir gewünscht, Mrs. dass sie Dame Edna heißt, aber schade. Kann ich alles haben. Ja, was Miss Edna jetzt braucht, sind natürlich Angestellte, ne? Also offenbar, Business ist halt Angebot und Nachfrage und die Nachfrage ist offenbar so groß, dass sie dann doch irgendwie auf die Idee kommt. Aber ist sie da selber dann schon auch noch aktiv im Geschäft? Sie ist zumindest am Anfang ist sie selber auch noch aktiv. Also als sie die Tür so ein Spalt breit wieder aufmacht, ist sie noch aktiv, genau. Und ja, dann ist also so ein bisschen das Gerücht oder die Nachricht vielmehr, dass die Chicken Ranch wieder offen ist und dass die Angestellte suchen, die ist jetzt also in der Welt, verbreitet sich langsam. Und jetzt gibt's so ein bisschen Casting, ne? Also jetzt kommen da die Frauen vorbei, stellen sich vor und wollen da eben angestellt werden. Wie das läuft, das kann man ja einfach mal auf so einer Pornoseite mal eingeben, Casting, und dann sieht man ungefähr, wie das läuft. Aber ich meine, der Sheriff ist ja jetzt auch nicht komplett doof, so der muss ja relativ zeitnah das mitbekommen, dass jetzt hier ein Casting stattfindet. So. Ja, also sie ist da am Anfang sehr, sie ist schon sehr darauf bedacht, dass das nicht so auffällig ist, aber sie
wird sich relativ schnell mit dem Sheriff einig, dass man den alten Deal dann doch wieder aufrecht erhält oder aufnimmt. Mal der alte, genau. Der alte Sheriff ja auch, also, wir erinnern uns sehr gerne, regelmäßig da rausgefahren ist. Ja, auch, eine muss es ja auch machen. Für Big Jim gilt die Unschuldsvermutung, ob und wie oft er da rausgefahren ist und aus welchen, was da so, ne? Lassen wir jetzt mal so. Ja. So, also die Frauen, die bei Miss Edna vorsprechen, bekommen eine klare Ansage. Wenn du Regeln befolgen kannst, bist du hier richtig. So. Miss Edna hat nämlich eine ganze Menge Regeln. Au, also, kriegen wir so eine, Liste, so keine, die 10 goldenen Regeln. Das wäre cool. Ohne Scheiß, es gibt eine vierseitige Liste, auf der ihre Regeln stehen. Sie hat die aufgeschrieben. Ich wollte gerade sagen, Dale Carnegie hat es auf viel weniger Punkte runtergebracht und er hat 2 Bücher mindestens geschrieben. Und sie kommt auf 4 Seiten. Respekt. Ja, also sie nimmt zum Beispiel keine Neulinge. Die Sexarbeiterinnen der Chicken Ranch sind ungefähr Mitte 20. Viele sind übrigens auch verheiratet und nutzen das Geld, um zum Beispiel einen Hauskredit abzubezahlen, aber das nur am Rande. Die Logik von Miss Edna ist, mit Mitte 20 sehen sie gut aus, haben aber schon einiges gelernt, dann muss ich sie nicht ständig babysitten. Weniger Arbeit für mich. So. Und auch so ein bisschen stabiler wahrscheinlich. Ja, genau. Und nicht mehr das klingt jetzt so gemein oder so, aber nicht mehr so das Lebensdrama eines. Ja, das klingt total irgendwie geschmacklos und falsch, aber es ist eigentlich total logisch und eine gute Business-Entscheidung. Ja. Ja, sie passt aber auch auf, dass sie nur Frauen aufnimmt, die den Beruf auch freiwillig ausüben. Also wenn da eine Frau zum Jobinterview erscheint mit einem Mann, sprich ihrem Zuhälter, dann nimmt Miss Edna die Frau zur Seite und versucht so ein bisschen abzuklopfen, ist die jetzt freiwillig hier oder wird die dazu gedrängt. Und die Chicken Ranch wird unter Miss Ednas Führung sehr schnell bekannt als Bordell, in dem Sexarbeiterinnen ihrer Arbeit sicher und ungestört nachgehen können. Also in ihrem Haus gibt es 9 Schlafzimmer und der Deal ist, Miss Edna bietet den Frauen jeweils ein eigenes Schlafzimmer inklusive Zimmerreinigung und Verpflegung für $15 am Tag. Die Frauen gehen schon wie bei Aunt Jessie einmal die Woche zum Arzt für medizinische Untersuchungen, um sicherzugehen, dass da keine Krankheiten da sind, die sich dann verbreiten könnten. Für die wöchentlichen Arztbesuche zahlen die Frauen selbst, aber sie bekommen eine Woche pro Monat frei, wenn sie ihre Periode haben. Dann also $15 am Tag ist ja schon, das musst du auch erstmal verdienen in den 60ern. Ja. Andersrum, bekommt sie noch Anteile für das, was die Frauen verdienen? Oder ist es so ein, ja, sozusagen du zahlst wie so eine Art Miete oder so ein, Achtung, jetzt wird es natürlich ein bisschen weird, aber das ist wie so ein Shared Office, wo du sagst, du mietest dir einen Platz, du zahlst dafür pauschal und was du dort machst, ist dein Ding. Nee, sie kriegt auch einen Anteil an den Gewinnen. Okay. Also ich habe hier nachher noch irgendwo, wollt ihr es jetzt schon wissen reicht oder soll ich euch nachher erzählen, was die Dienstleistung reicht auch nachher. Also ich habe mich jetzt nur gerade gefragt, ob die dann auch über die Zeit abschreibt, aber das ist vielleicht. Aber es ist, also was du jetzt sagst, es wird ein absoluter Paradepuff. Ein so. Paradepuff. Uff, ja. Da, uff, da. Wow. Alle Iterationen aus der Hölle. Ja, neue Angestellte der Chicken Ranch machen einen Antrittsbesuch bei Big Jim, beim Sheriff. Dort werden ihre Fingerabdrücke genommen und Big Jim überprüft, ob sie vorbestraft sind. Und auf diese Weise wird natürlich sichergegangen, dass da jetzt nicht irgendwie schon kriminelle Machenschaften oder irgendwelche Kriminellen sich da einnisten. Und Big Jim kann relativ sicher gehen, dass in seinem illegalen Bordell in seinem County doch alles zumindest mit aber es ist jetzt geduldet, aber immer noch offiziell illegal. Das ist, Spoiler, das ist die ganze Zeit illegal. Ja, das, genau. Also interessanterweise, das kann man hier schon mal erwähnen, Prostitution gilt allerdings noch als geringfügiges Vergehen. Also das ist jetzt irgendwie kein Federal Crime, das dann irgendwie von den Bundesbehörden verfolgt werden würde, sondern im Prinzip obliegt es wirklich Big Jim, dem lokalen Sheriff, zu entscheiden, dulde ich das jetzt hier oder nicht. So. Und genau, kannst du ein Ticket für ausstellen, kannst du aber auch dran vorbeifahren und sagen, pff, interessiert mich nicht. So. Und Big Jim fährt dran vorbei und sagt, pff, interessiert mich nicht. So.
Ja, also jede Frau, die bei Miss Edna arbeitet, bekommt ein kleines Büchlein mit den Regeln und der Anweisung, steht auch in dem Büchlein drin, diese Regeln einmal die Woche zu lesen. Abends vorm Schlafen gehen. Und ja. Wann ist denen überlassen? Aber sicherheitshalber schreibt sie die Regeln auch nochmal auf eine Holztafel, die sie in der Küche aufhängt. Also man kann sie nicht drumherum drücken. In den Regeln steht auch drin, wer nicht lesen kann. Oder wer vielleicht den Inhalt nicht wirklich versteht, soll sich die Regeln lieber vorlesen lassen. An alles gedacht. Also wirklich an alles gedacht, ne? Also quasi irgendwie ein Code of Conduct für das Bordell ausgestellt. Und da steht zum Beispiel drin, dass Drogen sind absolut verboten. Beziehungen zwischen den Kunden und den Frauen sind tabu. Also abgesehen von den Geschäftsbeziehungen, aber keine privaten, bitte. Den Frauen ist ein Telefonanruf pro Tag erlaubt, aber nicht länger als 3 Minuten, weil was soll man so lange beschnacken? Das Telefon steht in der Küche und ist für alle da. Über Geld oder Miss Ednas Geschäft wird nicht am Telefon gesprochen. Arztbesuche finden montags, dienstags oder mittwochs vor 11.30 Uhr oder nach 14.30 Uhr statt. So, Partner oder Liebhaber der Pensionsgäste können sie an Wochentagen ab 3.15 Uhr morgens abholen, müssen die Frauen. Ach so, nee, Moment. Der, die da arbeiten. Ja? Ja, der genau, Pensionsgäste, also wenn die einen Freund haben. Das klang jetzt so, als würden die Kunden dann von ihren Partnern abgeholt werden da. Nee, okay. Nee. Arbeitszeit im Bordell ist von 13 Uhr bis 1 Uhr morgens. So. Und also ab 3.15 Uhr morgens dürfen die Freunde, Ehepartner, wer auch immer, die Frauen abholen, müssen die aber eben bis 15 Uhr am nächsten Tag wieder abliefern. An Arbeitstagen müssen die Frauen ab 13 Uhr. An Arbeitstagen müssen die Frauen bis 13 Uhr anständig angezogen sein und um 19 Uhr haben sie in Cocktailkleidern oder Evening Pantsuits, also jedenfalls in schöner Abendgarderobe, zu erscheinen. Also ich habe mich selten so sehr gefragt, wie die Regeln in modernen Etablissements dieser Art sind. Weil es muss ja, also gibt es da Schichtbetriebe? Also es würde mich tatsächlich mal interessieren, so wenn ein bundesdeutscher Puff, wie es da geregelt ist, weil es muss ja annähernd ähnlich sein, einfach aus der Natur der Sache raus, dass selten irgendwie am Vormittag da Kundschaft wahrscheinlich ankommt. So. Also wer da draußen schon mal irgendwie sich beschäftigt hat mit den Öffnungszeiten von Prostitution, so bitte auch. Ja. Und der Vertrauen. Also ich hätte jetzt angenommen, dass das ist ja oft eine Dienstleistung, die sich an Geschäftsreisende wendet, weil die da in Orten, wo sie nicht zu Hause sind, wo sie keiner kennt, wahrscheinlich eher mal in sowas gehen als zu Hause. Ich würde sagen, um eine Person, die mal durch Nürnberg lief, zu zitieren, Entschuldigung, wo sind die Fräulein? Wo sind die Fräulein? Und ja. Da hätte ich jetzt aber auch angenommen, dass die auch mal durchaus unterm Tag, so zwischen zwei Meetings vielleicht. Ich glaube, das kommt vielleicht auch aufs Etablissement an. Ne? Also es gibt ja irgendwie Bordelle, die irgendwie als Bordelle auch tagsüber operieren. Und dann gibt es ja die so richtig irgendwie abends Partys schmeißen, wo du dann vielleicht auch irgendwie so maskenballmäßig irgendwie aufschlagen kannst. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene. Aber mal ganz generell gesprochen, wenn die, also ich glaube, relativ häufig sind diese, wenn es richtige Bordelle sind, jetzt nicht nur irgendwie so ein Wohnwagen am Straßenrand, sind die, glaube ich, relativ häufig einfach als Gewerbe auch angemeldet. Und dann müssen die sich ganz normal an deutsche Arbeitsrechtsgesetze halten. Und da gibt es dann natürlich auch Gesetze, wie lang die Arbeitszeit sein darf. So. Ich meine, ich weiß nur davon, dass gerade Messen wohl eine große Sache sind und dass, wenn irgendwo große Messen stattfinden, dann auch Sexarbeiterinnen aus anderen Städten in diese Stadt fahren, um dort zu arbeiten. Ja, was war denn bei Olympia da? Da haben sie ein ganzes Containerdorf installiert, irgendwie im Umkreis von den Sportstätten. Bei welcher Olympia? Gut, aber da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Tokio oder was? Nee, nicht Tokio, das war vorher schon. Ich überlege jetzt gerade, war das nicht, als es... ich suche das raus. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe viel zu viel Hirnleistung drauf investiert, zu überlegen, wie quasi das Äquivalent für Sex für einen Brunch ist, wenn es nicht richtig Lunch und nicht richtig Breakfast ist. So, und habe jetzt dann versucht, das irgendwie mit Fuck noch zu kombinieren, so Bruck oder sowas, ja, wenn du morgens Sex hast. Aber ich glaube, ach so, für die tatsächlich wird es das wahrscheinlich nicht geben, ja. Aber ja. Das, also zumindest bei Miss Edna gibt's das nicht.
für das Internet. Also da können die Frauen übrigens ausschlafen, da die Arbeitszeit ja bis 1 Uhr morgens geht, können die Frauen ausschlafen und um 11 Uhr gibt's Frühstück. Um 13 Uhr fangen die dann an, sich fertig zu machen und jede Woche hat eine Frau Frühschicht für den Fall, dass schon vor 13 Uhr ein Farmer auftaucht. Ah ja, so, da sind wir. Also, da hat man so ein Schichtsystem, immerhin. Frühschicht. So, Miss Edna sorgt außerdem dafür, dass die Frauen 2 gute Mahlzeiten am Tag bekommen. Also die Köchin kommt um 11 Uhr und macht Frühstück. Um 12.30 Uhr wird das Essen dann weggeräumt und um 16 Uhr gibt's Abendessen. Zum Abendessen gibt's immer 2 Sorten Gemüse und ein gutes Stück Fleisch. Außerdem Salat und ein Dessert. Also so ziemlich die beste Verpflegung, die man eigentlich schon bekommen kann. Und an Tagen, an denen besonders viel los ist, gibt's entweder Steak oder Roast Beef, weil die Frauen halt einfach gut essen müssen. Ja. Wow. Und als Snacks gibt's immer Schalen voll mit frischem Obst. So. Am Tisch werden übrigens, das sind auch Miss Ednas Regeln, keine unanständigen Themen diskutiert. Tischmanieren sind erwünscht und wer nackt oder zu Aufreißen gekleidet zum Essen erscheint, kriegt eine Rüge und muss sich umziehen. So. Also es mag alles sehr strikt klingen und wir kichern hier so vor uns hin, aber unterm Strich ist die Chicken Ranch in den 60ern und 70er Jahren das Bordell in Texas mit den besten Arbeitsbedingungen. Also die Versorgung. Aber ich glaube, das ist halt auch eine wahnsinnig gute Idee, das so einen hohen Standard anzufordern, weil wenn du sagst, okay, ja, wir wissen, die haben dann Sex mit Kunden und ähnlichem, dass du ja dann auch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Offenheit unter den Damen, die dort arbeiten, hast und da eine positive Stimmung. Aber auf der anderen Seite sagst du ein, ja, was da mit den Kunden stattfindet, ist das eine, aber wir haben die eben diesen Anspruch, da so einen gewissen, ja, wie soll man sagen, auch so eine gewisse Stimmung nach außen zu repräsentieren und auch für die eigene, ich glaube so, wie soll man es denn sagen, Moral, Hygiene, jetzt gar nicht im Sinne von moralisch, im Sinne von du darfst nicht, sondern im Sinne von Moral, im Sinne von, ja, wir sind was wert, wir gönnen uns ein gutes Essen und wir arbeiten hier, strengen uns an und wir haben das auch verdient. Mhm. Also das aus dem Hinsicht hin finde ich das total verständlich, da eben so einen gewissen hohen Standard anzufordern, weil ich sag mal, wenn jemand sagt, nee, ihr müsst das zu teuer, geht lieber irgendwo anders hin und nutzt, geht vielleicht irgendwo auch in eine Ecke, wo dann eher Frauen ausgenutzt werden oder ähnliches, sozusagen diese Abwärtsspirale mitzumachen, ich glaube, das kann ja da niemand wollen, der da arbeitet. Mhm. Also Respekt ist für sie auch eine echt große Sache. Also sie erlaubt es nicht, dass sie oder ihre Arbeiterinnen respektlos behandelt werden. Mhm. Und wer sich nicht benehmen kann, fliegt raus. Ja. Und es gibt schon an der Tür, wird so ausgesiebt, wer da reinkommt oder wer nicht reinkommt. Also an der Tür sitzt Trudy. Trudy ist die älteste Angestellte der Chicken Ranch. An dieser Stelle sei auch mal erwähnt, dass die Sexarbeiterinnen der Chicken Ranch alle weiße Frauen sind. Die Frauen, die da arbeiten, da merkt man halt doch, wir sind in Texas und es sind die 60er Jahre, also die Frauen, die in Anführungsstrichen niederen Arbeiten machen, also sowas wie Hausangestellte, Köchin, Zimmermädchen, das sind alles Afroamerikanerinnen. So. Und Trudy ist auch Afroamerikanerin, sitzt also hinter der Eingangstür mit Fliegengitter, die übrigens außen keine Klinke hat. Also der Sesam öffnet sich nur, wer den Test besteht bei Trudy. Wer also schon sichtlich angetrunken ist oder wer auf die Idee kommt, Trudy rassistisch anzupöbeln oder sich anderweitig unhöflich zu verhalten, der wird gar nicht erst reingelassen. Also clever. Ja, da fragt mal ein junger Mann, welche der Frauen ist gut? Dann sagt Trudy, wie zur Hölle soll ich das wissen? Ich schlafe nicht mit denen, Test nicht bestanden, abtreten. So, also der Abend ist für den jungen Mann gelaufen. Das gefällt mir, dass so klare Ansagen und nichts Niveauloses. Also es ist wie so ein genau. Türsteher im P1. So, wer es an Miss Trudy vorbeigeschafft hat, darf dann also rein. Steckst hier nicht rein. Kommt in den großen Aufenthaltsraum. Der ist so, um euch da mal so ein bisschen Bild zu geben, also es gibt einen holzverkleideten Wandvorsprung, der teilt diesen Raum in 2 Wartebereiche. Auf dem Boden liegt pink-grüner Teppich mit Blumenmuster. An den Wänden hängen Blumenvorhänge. Im Raum selbst stehen schwarze Vinylsessel dazwischen, also immer 2 zusammen für Kunde und mögliche Partnerin für den Abend.
Und dazwischen steht dann jeweils noch ein großer Aschenbecher. Also Rauchen ist natürlich erlaubt. Im Hintergrund dudelt die Jukebox und wenn ein Kunde den Warteraum betritt, dann klingelt ein kleines Glöckchen und die Frauen erscheinen und dann beugt man sich so ein bisschen und je nachdem, welche Dame dem Kunden dann gefällt, die beiden setzen sich dann in die Sessel und plaudern so ein bisschen. So. Wie viel haben denn da die Frauen, ich nenne es jetzt mal Mitspracherecht? Also dürfen die auch sagen so, möchte ich nicht? Da geht Miss Edna später nicht so sehr drauf ein, aber sie macht später einen Kommentar darüber, wie das zum Beispiel aussieht mit verschiedenen Altersgruppen der Kunden, die da so ankommen. Und also meine Vermutung wäre, sie sieht das auch ziemlich pragmatisch. Also wer diesen Beruf ergreift, der nimmt, was kommt. Ja, so. Ja, das Geschäft ist okay. Ja auch so also angelegt, dass die Frauen dann auch ein bisschen ja in der Lage sind, das annehmen zu müssen, finanziell wahrscheinlich. Ne? Also wenn die für ihr Zimmer bezahlen müssen, dann werden die wahrscheinlich nicht so wählerisch sein, dann da zumindest bei denen, die Edna ja schon vorausgewählt hat. Genau. Und ja, genau. Wir haben ja schon eine Vorauswahl und ich glaube, wenn du dann noch anfängst und dir denkst so, der ist mir zu alt, der ist mir zu hässlich, der hat keine Zähne und sonst wie, dann ist halt auch nicht mehr so viel über, weil die Schönsten der Schönen kommen halt da auch nicht an. So. Wir hören noch ein bisschen so, wer da noch ankommt. Also Miss Edna installiert in ihrem Warteraum übrigens auch eine Rarität damals, nämlich eine Coca-Cola-Maschine. Die Cola kostet im Laden damals eigentlich 5 Cent, aber auf der Jing Ranch kostet sie 25 Cent. Also Miss Edna ist nicht doof, die macht damit auch Gewinn. Genau, es gibt auch einen Zigarettenautomaten und eben besagte Jukebox. Die müssen alle mit Quarters, also mit diesen 25-Cent-Stücken, die es in den USA gibt, gefüttert werden. Mhm. Und die Frauen sind alle angehalten, sich von einem Gast zum Beispiel eine Cola kaufen zu lassen oder den zu überreden, ob er ihr nicht eine Zigarette spendieren möchte oder vielleicht ein Lied auflegen möchte. Genau. Ach ja, und dann wuselt da auch immer mal der Hund durch den Raum, der Miss Edna irgendwann zugelaufen ist auf der Chicken Ranch. Trixie unterhält die Gäste der Chicken Ranch mit einem Trick, den Miss Edna ihr beigebracht hat. Also wenn Miss Edna ruft, Trixie, show them how the good girls make their money, dann wirft sich Trixie auf den Rücken und wedelt mit ihren Hinterbeinen in der Luft. Ach du liebes, oh Gott. Oh. Ja, fantastisch, großartig. Genau, so. Also ich sag mal so, Unterhaltung ist auch vor der eigentlichen Dienstleistung geboten. Miss Edna hat an alles gedacht. So. Ich würde fast mal behaupten, das ist wahrscheinlich heute auch noch recht ähnlich. Also ich meine, ob der Hund da noch, vielleicht das nicht, aber von der Idee her. Ja, also sie hat da eigentlich sehr früh sehr genau begriffen, worauf es ankommt, wie es läuft. Ja, wenn sich der Kunde dann für... Und jetzt macht sie ja noch Content-Marketing und einen Podcast. Das ist das Nächste, genau. Wenn sich der Kunde dann für eine Frau entscheidet, verschwinden die beiden also in einem der neuen Schlafzimmer. Dort einigt man sich dann auf den genauen Umfang der Dienstleistung. Die Männer bezahlen dann, die Frauen bringen das Geld zu Miss Edna ins Büro und danach geht's dann zur Sache. Ist es eigentlich, gibt es da pauschale Preise oder machen die das einfach immer individuell aus? In den frühen 50ern kostet einmal Beischlaf $3. Okay. In den 60ern sind es $10 und in den 70ern kostet das Ganze schon $20. Also Inflation, aber hohe Dollar, Sekunde, $3 und die kriegen am Tag, müssen die 15 abdrücken für die Location. Ja, da kannst du mal ausrechnen. Und das sind also in den, 60 Cola. Also in den 50ern, ich glaube, da sind die Preise, die Zimmerpreise, die sie verlangt, noch ein bisschen günstiger. So, also die passen sich mit der Zeit auch an. Aber genauso wie eben die Preise für die Dienstleistung angepasst werden. Aber was die Gewinnbeteiligung angeht, besteht der Deal, die Frauen behalten 60% und 40 gehen an Miss Edna. Also das ist die Vereinbarung, die sie da getroffen haben. Und falls ihr euch fragt, verhütet wird übrigens mit entweder Diaphragma oder mit spermientötender Creme. Es gibt auch offenbar schon Kondome, aber die Pille zum Beispiel ist noch eine Rarität. Ne? Also die kommt erst so richtig in den 60ern an und die bekommt auch selbst Mitte der 60er noch nicht jede Frau. Also da gibt es in den USA in mehreren Staaten noch Gesetze,
dass zum Beispiel verheiratete Paare, die brauchen keine Geburtskontrolle, ne? Und Single-Frauen auch nicht, weil dann werden die nur, da kommen die nur auf dumme Ideen. Dumme so. Ideen. Genau. Jetzt sind wir wieder bei, ist das eine gute Idee, sowas zu verbieten oder wegzupacken? Nein. Mhm. Es findet sich immer ein Weg, so. Und das ist halt nicht unbedingt immer der Beste vielleicht, ne? So. Bleibt also die Frage, wer besucht eigentlich die Chicken Ranch, ne? Also, natürlich. Wir wollen Namen. Oh, den kriegst du. Oh. Also, natürlich die Farmer der Umgebung, ne? Ist ja klar. So. Aber da sind auch die Pharmaindustrie. Nee. Naja, Ach so. Schöner Wortwitz. Da sind aber auch die Studenten der nahegelegenen Texas A&M University. Die liegt so ungefähr 110 Kilometer von LaGrange entfernt, ist eine Uni nur für Männer. Und denen wird halt irgendwann auch mal langweilig. Ne? Busfahrt und ein Abend auf der Chicken Ranch kosten damals $25 von der Uni aus gesehen. Also du brauchst $25, um dort den Abend zu verbringen, um dahin zu kommen und wieder zurück. Aber man macht tatsächlich den Bus dann komplett voll. So. Nee, also das ist kein gemieteter Bus, sondern das ist so, du nimmst die öffentlichen Ach, okay. Verkehrsmittel. Aber wenn der Akt selbst $3 kostet, dann ist es eine ganz schön teure Busfahrt, würde ich mal sagen. Also ich glaube, diese Preise gelten jetzt schon eher so für die 60er. Okay. So, das ist so ein bisschen im Fluss. Also da hast du ja dann schon $10. Und dann kaufst du vielleicht noch eine Cola und wirfst ein bisschen Geld in die Jukebox. Vielleicht ist sogar Verpflegung mit dabei. Das weiß ich nicht. Aber die kommen eben drauf, das kostet damals $25. Und dafür erfinden geschäftstüchtige Studenten auf dem Campus ein Losverfahren. Also, die Studenten bezahlen. Ich hoffe, das Los heißt Verkehrsmittel. Und da gibt es Stipendien für bestimmt, oder? Für die Armen, die sich nicht leisten können. Zeit, so ähnlich, pass auf. Also, die Studenten bezahlen $1, um ein Los zu kaufen. Meistens nehmen gut 50 Studenten an der Verlosung teil, einfache Rechnung, ne? $50. Die Organisatoren ziehen ein Los, zahlen dem Glücklichen seine $25 aus und behalten die anderen 25 und haben einen hübschen Gewinn gemacht, ne? Und fahren selber hin. Andere Studenten betreiben einen Taxi-Service zur Chicken Ranch, die schon ein Auto haben. Die lassen sich von den Studenten ihr Benzingeld bezahlen und fahren ihre Kommilitonen dahin. Das ist ja echt wie bei uns früher. Also wir hatten früher hier so ein, wir hatten hier früher so ein Kneipwirt und das war kein besonders tüchtiger Wirt. Der hat immer, wenn dann irgendwann seine Frau nicht mehr in der Kneipe war, hat er dann irgendwann die Kneipe zugesperrt und alle, die noch drin waren, haben umsonst gesoffen. Und meistens ist es dann mitten in der Nacht dazu gekommen, dass er gesagt hat, ich will noch was erleben. Und dann hat er irgendjemand einen Haufen Geld in die Hand gedrückt, dass der noch nüchtern war und fahren konnte, der dann ins Table Dance nach Nürnberg fahren musste. Und dann irgendwie, meistens wurden es auch mehrere Autos, weil da waren dann schon immer noch ein paar Leute irgendwie da. Und so kam es, dass ich tatsächlich auch mitunter Geld mit genau so einer Dienstleistung verdient habe. Und ich war dann in der Rockfabrik, während die anderen alle irgendwie im Table Dance saßen. Und das war irgendwie auch immer gut verdientes Geld. Sehr schön. So. Oh, die Rofer. Ja, man muss halt nur wissen, wie es geht, ne? Es gibt übrigens auch ein jährliches Footballspiel zwischen den Erzrivalen Texas A&M und der University of Texas. Achso, ich habe gedacht, zwischen der Universität und dem Hotel. Nee, zwischen den zwei Universitäten, die da so eine schöne Rivalität haben. Dieses Football-Match findet immer an Thanksgiving statt und inoffiziell der Siegerehrung ist ein Besuch der Chicken Ranch, by the way. So, man muss aber auch sagen, Miss Edna und den Frauen geht's nicht immer nur ums Geschäft. Also es gibt auch mal eine Nacht, da fährt eine Gruppe junger Studenten vor. Wir sind ja 60er, 70er. Einer von denen ist gerade eingezogen worden oder hat die Benachrichtigung bekommen, dass er nach Vietnam verschifft werden soll. Oh. Und als die mit dieser Nachricht da auftauchen, machen die Frauen die Chicken Ranch dicht und schmeißen dann dem Studenten da eine Party und ein spontanes Barbecue. Und naja, also vielleicht gibt es auch noch was anderes für den jungen Mann, aber all inclusive. Genau, also bereiten ihm einen schönen Abschied, muss man sagen. So. Das Mindestalter für die Kunden ist übrigens 18 Jahre, aber nach oben gibt es keine Altersgrenze. Also in den 70ern sagt Miss Edna mal, der älteste Kunde war oder sei zu dieser Zeit 78 Jahre alt. Und als ein Reporter sie fragt, was passiert eigentlich, wenn die Frauen mit so einem alten Mann keinen Sex haben wollen, also es geht so ein bisschen in die Richtung, was du gefragt hast, Dominik, dann sagt Miss Edna, dann sind sie nicht im richtigen Geschäft, das Alter sollte egal sein, wenn sie im Restaurant Kaffee bestellen, spielt das auch keine Rolle.
So. Also sie hatte eine sehr pragmatische Herangehensweise. Ja. Ja, könnte aus Schwaben. Sie macht da aber jetzt auch nicht mehr mit, oder? Ist sie noch da? Ich glaube, sie zieht sich so langsam aber sicher aus dem Geschäft zurück. Also so ganz genau kann man den Finger nicht drauflegen, in welchem Jahr sie wirklich sich komplett auf diese Managementrolle zurückzieht. Aber das ist mal sehr aber davon. Sonst hat sie vorher selber auch als Sexworkerin direkt gearbeitet, korrekt? Genau, genau. So, wer klopft da also sonst noch so an die Tür der Chicken Ranch? Also, schon 1957 hält LaGrange die jährliche Konferenz für die Texas Sheriff's Association ab. Und viele der Konferenzbesucher machen einen, nennen wir es, Sightseeing-Trip zur Chicken Ranch. Ein Farmer aus der Gegend erinnert sich später, er habe noch nie so viele Waffen in einem Raum gesehen. Eines Abends fährt der Sänger Bob Hope mit seiner gesamten Bühnencrew vor. Auch ein junger Mann namens Dusty Hill besucht die Chicken Ranch und der gründet dann einige Jahre später mit Billy Gibbons und Frank Beard eine Band namens ZZ Top und die schreibt 1973 einen Hit namens LaGrange und der ist nichts anderes als eine Hommage an die Chicken Ranch. Ach nein, wirklich, da ist es, kommt es her, na großartig. Genau. Die Piloten der nahegelegenen Bergstrom Air Force Base fliegen ihre Maschinen über die Ranch und machen Luftaufnahmen. Jetzt habe ich gedacht, die machen dann hier so Luftstreifen, so eine Show über der Ranch. So nö, die testen halt ihr Überwachungsmaterial, machen Luftaufnahmen und die schenken sie später Miss Edna. An besonders gut besuchten Wochenenden unterhalten die Piloten der Air Force Base auch mal einen Helikopter-Taxi-Service, der bis zu 16 Piloten auf der Ranch absetzen kann. Okay, also das mit dem Bus war wirklich nur der Anfang. Apropos besonders... Da wird ein Flughafen gebaut. Ja, ich apropos... Sagen, jetzt fehlt mir bloß noch so, ja, der Tesla-Gründer, der hat jetzt seine Firma mit ihrer Tunnel bohrt bis dahin und im örtlichen Knast brechen sie aus, nur um Tunnel bis dahin zu graben. Was kommt als nächstes? Also an besonders gut besuchten Wochenenden, wenn es nicht nur dieses Helikoptertaxi gibt, regeln auch mal freiwillige Deputies von Big Jim den Verkehr auf dem Parkplatz vor der Chicken Ranch. I see what Zwinker, you did Zwinker. There. So, wo war ich? Fliegende Kunden. Apollo 8-Pilot William Anders fliegt auf dem Weg zu einem Vortrag an seiner ehemaligen Highschool in LaGrange mit dem Helikopter über die Ranch. Er muss da schon so ein paar Runden gedreht haben, weil der Lärm immerhin so laut ist, dass irgendwann eine Frau unten rauskommt und gestikuliert, dass er landen soll. William Anders behauptet später, er sei dann doch lieber weitergeflogen und nie vor der Chicken Ranch gelandet. O-Ton, that's my story and I'm sticking to it. Okay, also er hat einen kleinen Abstecher gemacht. Überlassen wir ihm, ob er das zugeben will oder nicht. Offenbar eher nicht. So. Die Gäste der Chicken Ranch beschränken sich aber trotzdem nicht nur auf Farmer, Studenten, Musiker und Überflieger, sondern, jetzt kommen wir zu den besonders interessanten Besuchern. An manchen Abenden lässt sich der texanische Gouverneur John Connelly mit der Limousine vorfahren. Dann wird das Bordell übrigens für die Allgemeinheit geschlossen, weil ein bisschen Privatsphäre muss schon sein. Ne? Also die normalen Gäste müssen dann bitte draußen bleiben. Und man kennt auch nicht an der Limousine vor der Haustür, wer da gerade zugegen ist. Also es gibt auch Abende, da sind da eine ganze Reihe von Limousinen geparkt, weil offenbar die LaGrange-Legende ist, dass die Chicken Ranch so eine Art Sightseeing-Stop ist für ja so auf der To-Do-Liste von Politikern und Besuchern des texanischen Abgeordnetenhauses im nahegelegenen Austin. Die Chauffeure, ich kenne nichts dafür, das stand halt hier auf der Liste. Genau, die Chauffeure warten dann halt in der Limo vor der Tür, ne? Und bis die Herren dann wieder bereit für die Rückkehr nach Austin sind. 1971 kandidiert der texanische Politiker William P. Hobby für das Amt des Vizegouverneurs. Und er spricht dann übrigens Sheriff Big Jim mal an und fragt ihn um Hilfe. Der muss eine ganze Menge Wahlpost an seine Wählerinnen und Wähler in Fayette County verschicken. Und Big Jim sagt zu, und was Hobby dann aber nicht weiß, ist, dass Big Jim die Postkarten zur Chicken Ranch bringt und die dann von den Damen dort beschriftet und verschickt werden. Und ja,
Hobby gewinnt übrigens die Wahl. Ich habe gedacht, der Einfachheit halber verteilst ja, die direkt dort, weil eh jeder genau. dorthin kommt. Nee, sie haben, sie verschicken die von dort, beziehungsweise beschriften die und verschicken die dann. Und das ist in dieser Zeit übrigens das einzige County, das 100% dieser Wahlpost auch tatsächlich verschickt. Also die machen es schon ordentlich. Ja, aber nochmal zurück zu den Kunden. Hausbesuche sind ja nur dann erlaubt, wenn Miss Edna den Kunden kennt und ihm vertraut. Mhm. Und wer wäre vertrauenswürdiger als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Darauf habe ich jetzt gewartet. Ja. Was? Also, wenn der 36. US-Präsident Lyndon B. Johnson, selbst Texaner, seinen Bundesstaat besucht, dann leistet ihm doch wiederholt eine von Miss Ednas Frauen Gesellschaft, nämlich eine Dame namens Penny. Penny wird kurz vom FBI überprüft, als unbedenklich eingestuft und trifft den Präsidenten während seiner Amtszeit insgesamt wohl etwa 8 Mal nach ihren Aussagen. Gästen wird sie als Freundin der Familie vorgestellt und ja, und dann verdrückt sich LBJ irgendwann. Die nur da ist, wenn seine Frau nicht dabei ist. Unauffällig. Die beiden ziehen sich dann unauffällig zurück. Ganz und genau. Sie sagt, er sei ganz Southern Gentleman. So. Also die Chicken Ranch ist in den 60er und 70er Jahren das beliebteste Bordell in Texas mit einem Klientel, das sich offenbar nicht die Bohne daran stört, dass Prostitution in Texas illegal ist. Ne? Wenn das von ganz oben ja, respektiert und akzeptiert wird, toleriert wird, dann was soll dann schon passieren? Ne? Mhm. Auftritt Marvin Sindler. Mhm. Marvin Sindler hat sich erst in der Police Force der Stadt Houston verdingt, ist aber schnell durch seine Mediengeilheit aufgefallen. Er ruft Reporter gerne schon an, bevor er überhaupt zum Einsatz ausrückt, gibt ihnen dann genügend Zeit, sich zu positionieren und fährt dann mit Sirene und quietschenden Reifen richtig schön kamerareif vor, bevor er dann die Bösewichte verhaftet. Sehr gut. So, er entwickelt sehr schnell einen Geschmack für die Medien und findet die dann interessanter als die Polizeiarbeit. Macht dann eine kleine Radioshow, in der er über Verbrechen und Verkehrsunfälle berichtet. Highlight, er kommt an eine Unfallstelle und fragt den blutenden Verunfallten, wie fühlen Sie sich? Glauben Sie, dass Sie sterben werden? Dessen Podcast würde ich gerne hören. Ich muss jetzt gerade ein bisschen an Kevin Spacey in L.A. Confidential denken. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den Film, der ist ja absolut fantastisch, wo er halt im Prinzip auch so ein TV-Cop ist, der aber halt wirklich ein Polizist ist. Also der sowas gab es anscheinend früher, dass echte Polizisten dann in Fernsehformat mitgespielt haben. Und er ist halt auch, also genau das, was du hier schilderst, ist dann der von Kevin Spacey gespielte Charakter eben in L.A. Confidential, halt einfach so maßlos selbstverliebt in sich selber ist und halt schon vorher Bescheid sagt seinem Produktionsteam. Danny DeVito übrigens als der schmierige Produzent dieser Sendung, ganz fantastischer Film. Es gibt auch einen, wie heißt er denn, es gibt einen Film mit Jake Gyllenhaal, glaube ich, in dem der so einen Reporter spielt, ja, der auch nachts diese ganzen schweren Verkehrsunfälle und so weiter filmt. Der ist auch fantastisch. Nightcrawler? Nightcrawler, genau. Ja, genau. Der ist auch ziemlich dark, muss man mal so sagen. Genau, aber der spielt ja in der Neuzeit. Genau. Der ist, glaube ich, ein bisschen auch eine Reaktion auf TMZ und Co., dass ja in den USA gefühlt irgendwie diese Sensationsreporter immer früher da sind als die Polizei. Du hast ja mit Bild auch, ne? Und zum Teil. Überhaupt alles andere. Der Bild, genau. Wie heißen die Bildreporter hier, die, wo im Prinzip die normalen Bürger, heißen die nicht sogar Bürgerreporter, auch auftauchen sollen? Leserreporter, glaube ich, oder? Genau. Ja, wobei bei Team Z ist ja, also die haben ja eigene Teams, so das ist ja das ist ja schon beeindruckend, was die machen. Also muss man schon sagen, so dass die halt immer so ein gutes Informationsnetzwerk haben und so schnell dann vor Ort sein können. Ich glaube, dass ohne dass sie auf die Bevölkerung angewiesen sind, so in dem Ausmaß, das ist schon. Ja, TMZ ist halt auch eine Celebrity-Seite, ne? Also da geht es ja um alle, die irgendwie im Rampenlicht stehen. Und ich glaube, da hast du immer irgendwelche Leute, die gerne plappern, weil sie das so toll finden, wenn sie da irgendwie an einer angeblichen Sensationen irgendwie davon touchiert werden und die geben dann auch gerne mal da irgendwie Informationen weiter. Ich wollte gerade sagen, TMZ ist in meiner Wahrnehmung auch immer so ein Klatsch-Ding gewesen, ganz viel. Ja,
Das ist so, ich weiß gar nicht, ob man die irgendwie noch Yellow Press nennen würde, wie in Großbritannien, oder ich glaube, es ist schon mehr. Ob es noch eine Kategorie, die runter ist, was die Ruchlosigkeit anbelangt. Also die berichten ja wirklich, ist ja scheißegal, wenn da jemand irgendwie eine komplette Krise hat. Die haben, glaube ich, auch damals, als Britney Spears diesen öffentlichen Zusammenbruch hatte mit Haare rasieren und Tattoo und so weiter, da haben die alle voll drauf gehalten. Also die haben da das Niveau ist da nicht so hoch, würde ich mal sagen. So, oder die Standards. Nicht so hoch wie bei unserem Lieblingspuff hier. Ja, also Marvin Sindler nimmt es mit dem Niveau auch nicht unbedingt so besonders ernst. Also 1949, als die erste TV-Station in Houston an den Start geht, heuert Sindler dort an. Er soll Filmmaterial von Verbrechen und Autounfällen liefern und das soll ausdrücklich nur Stummfilmmaterial sein. Also bitte nicht drüber reden, weil das machen dann die Moderatoren im Studio. Das passt aber nicht so gut in Marvins Konzept. Also Marvin spricht entweder selbst in die Aufnahme oder taucht sogar selbst mit im Bild auf. Das geht also nicht lange gut. Sindler wird gefeuert. Er wird gefeuert und sein Chef sagt ihm zum Abschied, du bist zu hässlich fürs Fernsehen. Das ist jetzt auch nicht so die netteste Art, um gefeuert zu werden. Genau. Gut, dann das kann uns nicht passieren. Wir machen Podcasts. Auch da, es gab noch keinen Podcast. Ja. Also Sindler heuert daraufhin bei der Zeitung Houston Press an. Die ist ein Klatschblatt mit kreischenden Headlines und entsprechenden Fotos. Und da fühlt sich Sindler auch ganz zu Hause. Also er steigt bei seiner Arbeit, in Anführungsstrichen, in das Haus eines Celebrities ein, um seine Affäre mit einer anderen berühmten Dame in flagranti zu fotografieren. Das sind so seine Methoden. Ja, einmal kommt er zur Szene einer Messerstecherei und weil das Opfer nicht schlimm genug aussieht, kleckert er noch ein bisschen Ketchup auf die Brust. Also es muss ja Foto. Sag mal. Ja, wenigstens das, ja. Wenigstens nimmt er nicht selber noch ein Messer oder... Immerhin. Also man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Da muss man ja auch dafür dankbar sein, dass er genau ist. Ne? Ja. Oh, das ist schlimm, ey. Ja, weil er aber diesen Satz, er sei zu hässlich fürs Fernsehen, nicht vergessen hat, nimmt Marvin seine Einnahmen aus dem Job und finanziert sich damit mehrere Schönheitsoperationen. Also, er lässt sich die Nase begradigen, er lässt sich das Kinn aufpolstern und weil er glaubt, dass er seine Haare verlieren wird, rasiert er sich den Kopf und trägt fortan ein Toupet. Ja, das kenne ich. Ach so, nee, das kenne ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, den ersten Teil mache ich mit, aber... Aber dann ist es seine Absicht, wieder ins Fernsehen zu kommen oder ist nur sein Ego so schlimm angekratzt? Ich glaube beides. Also das, dieser Satz, also ich meine, der Satz ist auch echt nicht nett, ne? Also man kann jetzt von Marvin Sindler halten, was man will, aber das ist schon nicht nett, sowas zu sagen. So. Aber blöd gesagt, wie ernst kann ich denn so einen absurden Satz nehmen? Ich meine, klar, wo Junge recht hat, ne? Wenn das Ego da schon sehr beschädigt ist und man nimmt es dann für voll oder so, aber wow. Also ich glaube, Marvin Sindlers Ego passt insgesamt relativ schwer nur mit ihm zusammen durch den Türrahmen. Also das sieht man auch, er kehrt nochmal zur Polizei zurück. Und da ist er eigentlich stadtbekannt. Also er ist Deputy mit maßgeschneiderten Anzügen. Er trägt zwei Revolver mit Perlengriff. Den dann nochmal einzustellen, nachdem das ja schon so eine Karriere irgendwie genommen hat. Eigentlich müsste man da ja froh sein, den los zu sein. Ja, aber also wer nach einer Messerstecherei noch Ketchup draufkleckert, um dann zu filmen. Gibt es übrigens ein tolles Subreddit, das heißt Don't Help, Just Film. Ist auch sehr schön. Oh, das sind so Sachen, das können wir nicht anschauen. Kann ich. Ja, ich kann schon nicht Leute anschauen, die irgendwie stürzen oder sowas, wo ich mir immer denke, so, das ist jetzt nicht ein Platscher auf dem Hintern und die Person lacht selber, sondern die sich wehtun oder so, das kann ich immer nicht anschauen. Also maßgeschneiderte Anzüge, zwei Revolver mit Perlengriff und schwarze Visitenkarten mit goldener Schrift mit seinem Namen. Marvin Sindler ist also Talk of the Town, jeder kennt den Typen. Aber nach, bei den Kollegen bei der Polizei geht er irgendwie doch ziemlich auf den Keks mit seiner Art. Und als ihm dann wieder mal die Kündigung droht, heuert er beim Fernsehsender KTRK News an. Das ist ein Lokalsender, der zum landesweiten Sendenetzwerk von ABC News gehört. Und nur der Vollständigkeit halber, die haben damals die schlechtesten Einschaltquoten in Houston. Das wird sich aber ändern, denn Marvin bekommt ein Fernsehprogramm namens Dial M for Marvin.
Lamp von Marvin. So. Okay, Dial M von Marvin. Hat mir jetzt Dial M von Marvin. Was ist das für eine Sendung? So, hat er jetzt wirklich auch noch mit seinen Gesichts-OPs, das hat ihn jetzt quasi auch wieder zurück ins Fernsehen gebracht. Ja, ich kann euch dann nachher auch noch ein Foto zeigen. Das ist schon ein ziemlich starker Unterschied. Es ist eher beinahe überraschend. Also er sieht in der Tat, das muss man glaube ich mal so sagen, ich will nicht gemein zu ihm sein, aber er sieht nach den OPs tatsächlich besser aus als vorher. Also das glaube ich kann man sagen. Ist ja auch nicht immer so nach Schönheits-OPs. Genau, so. Hey, und hast du die Friends Reunion gesehen, ja? Ja, aber jetzt mal im Ernst, wenn Leute das für sich für gut befinden, sollen doch Leute machen, was sie wollen. Blöd gesagt, ich habe auch eine LASIK machen lassen und brauche seitdem keine Brille mehr. Ehrlich gesagt, bei mir ist es weniger ein optisches, sondern einfach ein, ey geil, ich muss keine Brille aufsetzen. Voll praktisch. Das war, ich gesagt, mein einziger Beweggrund in die Richtung. Ja, und jeder hat ja da Brillen, auch optisch. Jeder hat ja da auch eine andere Schmerzgrenze, für manche auch im wahrsten Sinne des Wortes, ob man jetzt irgendwas an sich machen lassen will oder nicht. Also das ist ja echt jedem selbst überlassen. Ja, das schon. Aber das gerade in dem Fall war er jetzt irgendwie auch so von außen ein bisschen aufgedrückt, ne? Und das ist schon mit motiviert worden da von außen, genau, ja. So, also Dial M for Marvin, was ist das für eine Sendung? Da sitzt Marvin Sindler mit einem Kollegen und hält im Prinzip eine Vorstufe von dem ab, was wir heute als Talkshows kennen. Aber da gibt's auch, also hier mit so ganz einfachen Themen gibt er sich da nicht ab. Also, er lädt ein Mitglied des Ku Klux Klan ein, das in voller Montur im Studio erscheint. What the fuck? Und er und macht zum Beispiel auch einen schwarzen Boxer, zum Beispiel. Diskussion am Nachmittag. Was halten Sie von Gummibärchen? Wir haben eingeladen. Der einzige Trick immer, kontroverse Gäste, das ist wichtig. Genau, also da wird dann über den Ku Klux Klan geredet, genau. Und er macht eine Sendung über Geschlechtskrankheiten, lädt einen Arzt ein und den fordert er dann vor laufender Kamera auf. Schauen Sie in die Kamera und sagen Sie den Kids, die zugucken, dass sie sich keine Schamläuse auf Toilettensitzen einfangen können. Also das muss man sich auch mal überlegen im TV in Houston. Und O-Ton des Arztes mit ernster Miene, nur wenn es haarige Toilettensitze sind. Also. Pfui. So, Dial M von Marvin wird leider doch schon nach einer Saison abgesetzt. Warum? Komisch. Nach einer Sendung hätte ich jetzt echt witzig gefunden. Alles, was ich euch erzählt habe, von einer Folge. Gott, ja. Nein, das war schon eine Saison. Und Marvin, es ging nur eine Viertelstunde. Marvin bekommt stattdessen eine Sendung, in der er Verbraucherreports macht. Also, die heißt Eyewitness News. Moment, ich habe eine Sendung, wo ich mich vom Kuckucksklan einlade und so mega weirde Dinge tue. Und dann ist natürlich das nächste Logische eine Verbrauchersendung. Ja, da teste ich dann Bluetooth-Lautsprecher und Nee, die funktioniert. Aber ist das jetzt der Moment bei der Verbrauchersendung, wo unsere Prostituierten jetzt wiederkommen? So, ist es genau, da? Genau, also. Stiftung Hurentest. Also, oh Gott. Also diese Verbrauchersendung ist eine Sendung, in der Verbraucher Beschwerden einschicken können. Und er geht dem Ganzen dann auf den Grund. Okay. Also wie bitte früher auf RTL? Genau. Sehr, sehr modern auch tatsächlich. Genau, also gierige Vermieter, dreckige Restaurants, schäbige Gebrauchtwarenhändler, you name it. Und hier entwickelt Marvin Sindler auch seine sehr bekannte Verabschiedung für das Programm. Er singt nämlich beinahe seinen Namen. Also er verabschiedet sich mit Marvin Sindler, Eyewitness News. Und das jedes Mal, aber, wenn er auf Sendung ist. Aber Eyewitness News ist das, was es auch heute noch gibt, oder? Das ist doch bekannt. Das kann sein, dass es das noch gibt. Also Ich weiß nicht, ob ich das ist auch irgendeine Serie oder irgendwoher kenne ich das. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ob es das tatsächlich heute noch gibt. Also er war da in Houston das Gesicht für diese Sendung. Und also auch die Sendung läuft so ein bisschen so nach Marvin-Standards. Also eine seiner Ankündigungen ist, morgen besuchen wir eine Fastfood-Kette, die keine Clowns auf ihrem Grundstück mag. Aber das hat mich nicht abgehalten. So, also er hat schon auch ein gewisse Selbstironie dabei. Sindler hat natürlich noch aus seiner alten Karriere Kontakte zu den Gesetzeshütern. Und Anfang der 70er Jahre, Dominik hat es gerade schon gesagt, trifft dann Eyewitness News und die Verbraucherreports bekommen dann einen Auftrag, nämlich
vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt von Texas. Der kommt mit einer besonderen Bitte zu Marvin Sindler. Er soll illegale Prostitution in Texas untersuchen. Genauer gesagt die beiden Bordelle Chicken Ranch und das nahegelegene Wagon Wheel. Wieso interessiert sich jetzt also plötzlich ein stellvertretender Generalstaatsanwalt für die Chicken Ranch, wenn halb Texas da ein- und ausgeht? Weil und auch Politiker. Mir fehlt noch der Link zu Gonorrhoe. naja, das hätte ich jetzt hier als Grund vielleicht, als private Motivation vielleicht. Nee, der Nein. Link zu Gonorrhoe war eigentlich nur der, dass Miss Edna und auch Aunt Jessie später für sowas vorbeugen und sagen, nee, wir haben hier wöchentliche Arztbesuche. So nicht. Genau. Okay. Also der Niedergang der Chicken Ranch wird besiegelt, als 1971 oder 72, so genau weiß das heute keiner mehr, eine junge Prostituierte namens Mary Jane in der Chicken Ranch anheuert. Und die schon nach kurzer Zeit beginnt, Drogen an andere Prostituierte und an Kunden zu verkaufen. Sie heißt Mary Jane und schmuggelt Marihuana in Puff. Also was, ich glaube, es sind Pillen, die sie verticken will. Das fällt aber ziemlich schnell auf. Und Miss Edna hat ja eine sehr strikte Antidrogenpolitik, weil Prostitution ist ja geringfügiges Vergehen, aber Drogen, geht's sofort richtig zur Sache. Und deswegen hat Miss Edna eine wirklich sehr strikte Drogenpolitik, nämlich hier gibt's keine. Und eins fix drei fliegt Mary Jane also raus. Das ist ein bisschen wie bei Sons of Anarchy, wo sie irgendwie über 8 Staffeln hinweg Waffen verticken, aber sich die ganze Zeit wehren, Drogen zu transportieren. Ja, also sie hat ja auch den Deal mit Big Jim, ne? Also wenn schon illegale Machenschaften, dann bitte nur eine Prostitution, aber nicht jetzt hier noch irgendwie Drogenhandel oder Glücksspiel oder so. Also eins reicht. So, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Und Mary Jane fliegt also raus und es stellt sich dann heraus, dass sie Verbindungen hat zu einem Beamten aus dem Department of Public Safety. Das kann man wahrscheinlich am ehesten mit dem Deutschen Ordnungsamt vergleichen. Und dieser Beamte hat offenbar so eine Art Kickback-Deal mit ihr. Also der teilt die Drogeneinkünfte mit ihr, beziehungsweise sie gibt ihm da was von ab. Und denkt also, eigentlich ist das ja super, wenn ich eine Prostituierte habe oder eine Sexarbeiterin, die hier im Bordell sitzt und da direkt irgendwie das Produkt verticken kann. Und Mary Jane wird gefeuert, wendet sich also an ihren Kontakt und der fordert dann, dass Mary Jane wieder eingestellt werden soll. Und Miss Edna sagt aber, kannst du knicken. Und weil die so kategorisch ablehnt, schwört dieser Beamte dann Rache. Interessanterweise ist er so ziemlich die einzige Person in dieser Geschichte, die bis heute unbekannt und anonym bleibt. Also dessen Name ist irgendwie nie ermittelt worden. Aber der schafft es irgendwie, die Kollegen im DPS zu überzeugen, dass jetzt doch mal illegale Prostitution in Texas untersucht werden muss. Und dann stellen sich also im November 72 DPS-Beamte im Auto zur Überwachung vor der Chicken Ranch, parken da quasi an der Ausfahrt vom Highway, die direkt zur Chicken Ranch führt, und fangen an, Autos zu zählen. So, wie viele Leute gehen eigentlich so ein und aus? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig unauffällig. Und es dauert also auch nicht lange. Da fährt erst ein Deputy und dann Sheriff Big Jim höchstpersönlich vor und fragt die Beamten, was sie denn da machen. Das ist schon wieder so eine Verkehrsbeobachtung. Ja, ist eine Verkehrsbeobachtung, ja. Genau. Die identifizieren sich dann als Beamte des DPS und fragen zurück, was denn da auf dieser Chicken Ranch so vor sich gehe. Und Big Jim erklärt ihnen dann, man braucht ja nur wirklich nicht viel Intelligenz, um zu wissen, was hier vor sich geht. Jeder Bauernjunge weiß, was da vor sich geht. Ich bin seit 65 Jahren für dieses County zuständig. Wenn ich Hilfe vom Department of Public Safety brauche, melde ich mich. Also, die beiden sind abserviert. Seit 65 Jahren ist er zuständig. Big Jim ist mittlerweile schon, Moment, das kann nicht 65 Jahre sein. Der ist 70, als er in Rente geht. Da muss ein kleiner Tippfehler unterlaufen sein. Aber, warte mal, die kommen ja in den 70ern. Ich glaube, das muss 35 heißen. Der ist nämlich in den 40ern Sheriff geworden. Genau, auch schon sehr lang. Immer noch ausreichend, aber 65 hätte ich echt geil gefunden. Gut aufgepasst. Ich bin 85 Jahre Zeit. Gut aufgepasst. Ja, gerade wenn man denkt, ich bin seit 63 Jahren Elektroingenieur. Und Ingenieur, ja. Den Ober mit. Ja, die schaffen es tatsächlich, sich am kommenden Tag nochmal vor der Chicken Ranch zu postieren und Autos zu zählen. Und danach schreiben sie einen Bericht über ihre Aktion. Und darin schreiben sie dann,
Erstens, dass der Sheriff sie mit einer Shotgun bedroht habe. Wow! Was bis heute, also Sheriff Big Jim streitet das ab. Die Szene, wie sie überliefert ist, ist, dass ein Deputy neben ihm steht und relativ nonchalant eine Shotgun im Arm hält. Aber dass der Sheriff sie nun wirklich auf sie gerichtet hat. Die schreiben dann an den Boss ein Telegramm. Da heißt es dann, viel Verkehr, Stopp, beinahe eine Ladung ins Gesicht bekommen, Stopp. Ach, Niveau, du warst zu schön. Ach, nee. Das versuche ich schon seit einer Weile zu untermauern. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das stimmt. Zu unterwandern. Nee, jetzt wo du sagst. Zu untermauern, ist auch Quatsch. Ja. Also, die schreiben in ihrem Bericht außerdem, dass sie am Freitag 145 Autos gezählt haben, am Samstag nochmal 142, dass in jedem Auto 2 bis 3 Personen gesessen haben und die sich zwischen 20 Minuten und 2 Stunden im Haus aufgehalten haben. Auf Basis dieser 20 Minuten? Ja, auf Basis dieser Zahlen schätzt das DPS, dass die Chicken Ranch im Jahr, und wir sind hier 1973, 1,5 Millionen Dollar einnimmt. In Wahrheit sind es wahrscheinlich weniger als ein Drittel dieser Summe, aber das DPS schätzt halt gerne großzügig. Mit was? 9 Zimmern waren es, ne? 9 Zimmer? Genau. Und wie viele Autos und mit Leuten nochmal am Tag? 100? 145. Aber also so 400 Besucher am Tag ungefähr. Ja. Gut, was los? Naja, also wenn die am, nee, die haben ja an einem Tag 145 Autos mit gezählt. Mit 2 bis 3 Leuten also drin. Ach so, das meinst du. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Ja. Also ich sag mal so, die macht schon ein besseres Geschäft als, ich sag mal, die Farmer, die sie besuchen. Darauf können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall einigen. So. Die Beamten haben auch ein paar Nummernschilder überprüft und da finden sie einen, der wegen Drogenschmuggels gesucht wird. Den Präsidenten. Nee, den jetzt gerade nicht, der war gerade nicht da. Ein anderes Nummernschild führt sie zu einem bekannten Zuhälter. Und ja, jetzt mit diesen beiden Beweisen glaubt man jetzt also da quasi den, oder mit diesen beiden Hinweisen glaubt man jetzt den Beweis zu haben, dass das die Chicken Ranch im Prinzip ein groß angelegtes, organisiertes Verbrechen oder Teil eines Verbrechenringes ist. So, was ja eigentlich auch stimmt. Also wenn man überlegt, ich meine, ja, es ist jetzt ein niederes Verbrechen, aber eigentlich ist es schon in der Masse schon ein deutliches Verbrechen. Also ich meine, ist ja wie häufig, dass wir halt mit unseren Protagonisten sympathisieren, aber also da ist jetzt zum ersten Mal jemand, der halt wirklich das Gesetz zum ersten Mal so. Was? Ja, nein, aber keine Ahnung. Ach so, in dieser okay. Na, die bisherigen Sheriffs. Die bisherigen Sheriffs haben ja die Augen zugedrückt aus Gründen, die man nachvollziehen kann oder will oder was auch immer. Aber letztendlich, keine Ahnung, hat derjenige, der das da jetzt hinterhergeht, hat eigentlich das Recht auf seiner Seite. So, gibt's ja wenig zu diskutieren. Wobei man natürlich auch sagen muss, der Typ, der das Ganze anleiert, ist jemand, der selbst Dreck am Stecken hat und dann im Prinzip aus Rache, weil er sein illegales weil das Drogengeld nicht mehr fließt, nicht weiter, ja? Genau, dann die Prostitution irgendwie zu Fall bringen will. So, also ganz altruistisch, uneigennützig ist er jetzt da auch nicht unterwegs, ne? Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Genau. So, das DPS wendet sich jetzt also mit diesem Bericht an die neu geschaffene Sonderkommission, die sich mit organisiertem Verbrechen beschäftigt und erweckt den Eindruck, dass die Chicken Ranch eine Verbindung zum organisierten Verbrechen hat. Wenig überraschend findet sich aber irgendwie keiner, der da so richtig nachgehen will. Also es gibt dann eben doch relativ viele Leute, die das vielleicht mal besucht haben oder so. Und ja, das Interesse hält sich also in Grenzen. Und den Beteiligten wird dann klar, auf dem offiziellen Weg laufen sie hier gegen eine Wand. Was macht man also, wenn man in der Politik und in der Bürokratie nicht weiterkommt? Man geht an die Presse. In dem Fall sucht man sich also den windigsten Reporter, den man in Texas zu dieser Zeit finden kann. Und der stellvertretende Generalstaatsanwalt von Texas, Herb Hancock, gibt diesen DPS-Report dann an unseren Freund Marvin Sindler und behauptet also, die Chicken Ranch steht im Zentrum von 15 Prostitutionsringen in ganz Texas. Also Texas ist groß, aber so viele Prostitutionen und Prostitutionsringe, das ist über die Maßen zweifelhaft. Und das müsste eigentlich auch das sind 250. Herb Hancock gewusst haben. So, Sindler bastelt jetzt aus diesem Report eine Story,
weil er sich auch denkt, naja, Moment mal, das Bordell existiert hier irgendwie schon seit 100 Jahren. Das muss doch von mächtigen Leuten geschützt werden. Also ganz Unrecht hat er damit ja nicht. Es wird zumindest von mächtigen Leuten toleriert. Aber er bastelt da eben so einen Report, dass das eben wirklich im Zentrum von einem großen kriminellen Ring steht. Und schickt dann seinen jungen Kollegen. Ja, overdramatized. Genau. Und schickt dann seinen jungen Kollegen im Juli 73, seinen Kollegen Larry Connors, für eine Undercover-Überwachungsaktion ins Bordell nach LaGrange. So. Der freut sich. Ja, Connors. Oh, natürlich macht es gerne. Connors bekommt eine 35mm Kamera mit einem ziemlich großen Objektiv, das er jetzt leider nicht in der Hosentasche verstecken kann. Der fährt also im Hochsommer in der texanischen Sommerhitze mit einer schweren Army-Jacke mit der Kamera in der Jackentasche versteckt in der, vor der Chicken Ranch vor. Hast du da ein Objektiv? Hast du da ein Objektiv in der Tasche oder freust du dich, mich zu sehen? Danke, Jürgen. Begleitet. Wie Homer, der den Quickie-Markt doch auch mal ausspielt. Ja, mit diesem riesigen Hut. Hero. Oh Gott, ich liebe diese Folge. Das ist so gut. Ja. Also begleitet wird Connors von einem Kameramann und einem Freund. Der Kameramann soll das Bordell von außen filmen. Connors und sein Freund gehen dann also rein. Also erstmal grüßen sie Trudy an der Tür, werden eingelassen. Dann behauptet er, dass er auf College-Freunde wartet und drückt sich also erstmal in diesem Parlor, in diesem Wartebereich rum, stopft ein paar Münzen in die Jukebox und nutzt dann die Musik als Cover, um den Auslöser zu drücken, weil seine Kamera jetzt auch nicht so leise ist. Ja, er macht dann also ein paar Fotos und dann geht er mit einer Brünetten aufs Zimmer, die, als sie dann das Geld für die Dienstleistung im Büro abgibt, macht Connors noch ein paar Fotos von ihrem Zimmer und um nicht enttarnt zu werden, kann Connors jetzt natürlich gar nicht anders, als diese Dienstleistung auch anzunehmen. Ne? Absolut klar. Aufopferungsvolles Wort, was wir eigentlich aber was der Job erfordert. Wenn's denn sein angeblich wird. Stellt er seinem Arbeitgeber später dafür eine sehr interessante Spesenquittung aus. So, danach geht's wieder in den Wartebereich, wo er noch ein paar Fotos macht. Diesmal hält er seine Jackentasche mit der Kamera aber irgendwie so auffällig in den Raum, dass ihm die Frauen auf die Schliche kommen. Die verständigen Miss Edna und die ist übrigens bekannt dafür, dass sie einen 38er in ihrer Handtasche mit sich rumträgt. Also da ist jetzt nicht zu spaßen. Da sitzen ja auch ein paar Kunden mit drin. Das ist witzig, weil er auch einen 38er in der Jackentasche hat. Nee, eine 35. Ach, 35. Also. Mist. 35. Ja. Ja, jedenfalls die verständigen Miss Edna und er sprintet mit seinem Freund aus der Tür zu dem Van, in dem der Kameramann sitzt. Dann fummeln sie dann noch völlig panisch rum, um im Dunkeln irgendwie den Schlüssel in die Zündung zu bekommen. Und danach rasen die dann mit quietschenden Reifen von diesem Parkplatz davon. Und mit diesen Undercover-Bildern geht Marvin Sindler dann ans Werk. Also jetzt haben wir ja schon Beweis dafür. Es wird Prostitution durchgeführt oder angeboten und Marvin Sindler befragt jetzt die Behörden. Und er fährt nach LaGrange und interviewt Big Jim persönlich. Und da gibt es ein sehr schönes Interview. Sheriff, wie lang ist das Bordell schon in Betrieb? Das war schon da, bevor ich geboren wurde. Das war da, als ich ein kleiner Junge war. Es war da, als ich Deputy Sheriff wurde. Und es ist immer noch da. Es macht niemandem irgendwelche Probleme. Sheriff, glauben Sie nicht, dass es mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung steht? Ich weiß verdammt genau, dass es das nicht tut. So, dann streitet man sich so ein bisschen hin und her, wie viel Geld jetzt die Chicken Ranch verdient und wohin dieses Geld geht. Und Big Jim sagt, diese Vorwürfe sind Quatsch, dass da irgendwie organisiertes Verbrechen mit dran steht oder mit von profitiert. Und dann fragt Marvin den Sheriff, ob er der Polizei helfen würde, wenn sie die Chicken Ranch denn schließen würde. Ist ja immerhin illegal. O-Ton Big Jim, das Einzige, was es dafür bräuchte, wäre, dass ich das Telefon in die Hand nehme und ihnen sage, dass sie dicht machen müssen. Sie meinen also, sie können die Chicken Ranch schließen, indem sie einfach einen Telefonanruf machen. Das stimmt, yes sir. Warum haben Sie es nicht getan, Sheriff? Sag mal, Junge, bist du schwerhörig? Ich habe doch gesagt, dass es schon hier ist, seit ich ein kleiner Junge war und niemandem Probleme macht. Die meisten meiner Wählerinnen wollen es sogar hier. So, das ist wohl das einzige Mal oder einer der wenigen Momente in Marvin Sindlers Karriere, in denen er tatsächlich ein bisschen sprachlos ist.
Und die Animosität, die hier zwischen Big Jim und Marvin Sindler entsteht, die wird noch eine kleine Fortsetzung haben. Vor allem ist er ja so offen für Kritik. Ich nehme an, er geht jetzt direkt zum Hörgeräteakustiker. Nee, das nicht. Er geht jetzt erstmal zu Edna Milton und fragt, sagen Sie, Sie unterhalten hier kein Bordell und dann sagt Miss Edna sagt, dass sie eine Pension führt. Die fragen dann, das ist hier kein Bordell und Miss Edna sagt, ob das hier ein Bordell ist oder nicht, das geht sie gar nichts an. Und dann ist sie fertig mit den beiden. Am Ende fährt Marvin Sindler noch zum Gouverneur von Texas und hält dem noch sein Mikrofon ins Gesicht. Und der ist leider überhaupt nicht gebrieft worden, warum Marvin Sindler bei ihm vorspricht. Der sieht sich also der Frage gegenüber, ist Ihnen bewusst, dass ein Bordell namens Chicken Ranch in klarem Verstoß gegen das geltende Gesetz drüben in LaGrange operiert? Was werden Sie als Gouverneur dagegen tun? So, der guckt ein bisschen wie so ein Reh in Scheinwerferlicht. Der ist irgendwie völlig überrumpelt und sagt dann ganz, ganz schnell, beeilt sich also zu sagen, Marvin, ich werde es natürlich schließen. So. Mit dieser ganzen Geschichte geht, das ist jetzt irgendwie, also diese ganzen Bilder, das ist natürlich der feuchte Traum eines jeden Klatschreporters. Und am 23. Juli 1973 geht Marvin Sindler bei seinen Eyewitness News um 6 Uhr abends auf Sendung und erzählt seinen Zuschauern, er habe eine anonyme Beschwerde bekommen, dass es in Texas Prostitution gebe. Und sei dem Ganzen auf den Grund gegangen. Immerhin, Prostitution ist im Staat Texas illegal. Und die Geschichte zeigt, dass solche Häuser nicht operieren können, ohne dass jemand mit Macht sie beschützt. So, dann sendet er seinen Bericht inklusive dem Zitat vom Gouverneur. Der sagt, er macht den Laden dicht. Und dann geht der Medienzirkus natürlich richtig los. Miss Edna muss dann plötzlich Zeitungsinterviews geben, weil bei ihr die Presse anrollt und ihr sonst bis dahin so offenes Geheimnis der Chicken Ranch ist jetzt für die nationale Presse interessant. Miss Edna erzählt den Reportern, dass die Leute Sünde mit Verbrechen verwechseln und die sollen sich doch nicht so haben. Big Jim erklärt, dass Miss Edna ein Gewinn für sein County ist. Also er geht on the record und sagt, sie hat $10,000 an das örtliche Krankenhaus gespendet. Sie hat $1,000 für den Swimmingpool der Gemeinde gespendet. Und außerdem sponsert sie das Little League Baseball Team. Also sie ist ja ein totaler Gewinn. Und die Anwohnerinnen und Anwohner unterschreiben eine Petition an den Gouverneur, Nein. Das Bordell offen Geil. Zu halten. Echt, ich warte eigentlich noch die ganze Zeit darauf, dass irgendwann die Hausfrauen sich zusammentun und auch irgendwie auf die Barrikaden gehen. Ne? Das gibt's ja auch mitunter mal bei solchen Dingen. Die bleiben da. Die Kindergarten machen das irgendwie alle cool. Die Hausfrauen halten sich da irgendwie relativ raus. Die sind da erstaunlich still in dieser Geschichte. So, der Gouverneur. Das sind wir jetzt hier auch wieder in so einer Simpsons-Folge von dem Maison d'Arrière, diesen Amüsierclub, den sie dann auch zumachen wollen aus moralischen Gründen. Wahnsinn, ey. Also der Gouverneur hat ja eigentlich versprochen, dass er die Chicken Ranch dicht macht, aber das fällt, weil das eben ein geringfügiges Vergehen ist, gar nicht in seiner Zuständigkeit. Dafür sind die Bundesbehörden nicht zuständig, das können also nur die lokalen Behörden, in dem Fall Big Jim. Der Legende nach soll vor allem die Ehefrau des Gouverneurs aber über das Bordell so entrüstet gewesen sein, dass der also zu Hause Stunk kriegt. Das ist mehr oder minder die einzige Frau, die da quasi wirklich Stunk macht. Und Dolph Briscoe ruft dann schließlich bei Big Jim an und sagt, es ist einfach zu viel, wir müssen es schließen. It's that Jim. Genau, jetzt bleibt Big Jim also wirklich nichts anderes übrig, als das Bordell zu schließen. Und am 31. Juli 1973 macht Miss Edna die Chicken Ranch dicht und schickt ihre Angestellten weg. Ich weiß nicht. Miss Edna. Und seitdem gab es nie wieder Prostitution. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein bisschen traurig jetzt. Ja. Ja, also die Stimmung gegen Miss Edna schlägt auch relativ schnell ins Undankbare um. Also sie hat sich eigentlich kurz vorher ein Haus gekauft in der Stadt, wo sie selber einziehen will. Ja. Und nach Marvin Sindlers Report meldet sich aber plötzlich die Bank und zieht die Finanzierung zurück. Dann wird ihr Auto auch mal irgendwie komplett zerkratzt eines Morgens und sie ist dann relativ schnell, wird ihr bewusst, dass sie jetzt in LaGrange eigentlich nicht mehr erwünscht ist.
Sie verkauft dann sehr schnell das Gelände für $31.000 an zwei Anwälte aus Houston, die dieses Ding zum Spaß kaufen, weil sie einfach nur die Chicken Ranch ein Teil Geschichte quasi wollen sie besitzen. Meine Jungfrau, ich war als Kind mal hier. Ja. Genau. Und Aber es ist doch so absurd, dass sie jetzt Stunk gegen sie machen, jetzt wo sie das Bordell nicht mehr betreibt. Ja. So, es ist irgendwie Ja, so, und Marvin Sindler, Edna packt jetzt ihre Sachen und zieht nach Gladewater im Osten von Texas, findet dort einen dritten Ehemann, also sie hatte zwischendurch noch einen, das lief aber nicht so gut. In Gladewater findet sie einen dritten Ehemann und hält sich erstmal dort eine Weile auf. Und Marvin Sindlers Behauptung, dass die Chicken Ranch also mit organisiertem Verbrechen verbunden ist, die wurde in keinem seiner Berichte je bewiesen. Aber so ein gutes Jahr, anderthalb Jahre später will er dann doch nochmal einen Report vor Ort machen, mal gucken, wie läuft es jetzt eigentlich mit der Wirtschaft da so, wo die Chicken Ranch nicht mehr da ist. Er kann sich schon denken, dass er in LaGrange nicht so gern gesehen ist. Er fragt also mal bei den Texas Rangers an, ob die ihm nicht Personenschutz zuteilen wollen. Die sagen allerdings ab. Und Sindler fährt dann mit seinem Kamerateam erst zur Chicken Ranch, macht da so ein paar Fotos bzw. Filmaufnahmen, filmt das verlassene Grundstück und das zugesperrte Haus. Und dann fahren sie ins Zentrum von LaGrange. Und da bekommt Big Jim aber Wind davon, wer da in seine Stadt gefahren ist. Und der 71-jährige Sheriff ist überhaupt nicht begeistert von diesem Besuch, stürmt wutentbrannt auf Marvin Sindler zu. Der springt ins Auto, verriegelt die Autotür und versucht dann noch hastig sein Fenster hochzukurbeln, schafft's aber nicht mehr rechtzeitig. Dann langt schon die Pranke von Big Jim durchs Fenster, packt ihm an ein Jackett und es entwickelt sich dann so ein Wrestling-Match, wo der Sheriff von draußen also versucht, Marvin aus dem Auto zu zerren. Der stemmt sich mit aller Kraft dagegen. Und es geht also so hin und her. Die beiden schreien sich an, fluchen beide, werfen sich da Beleidigungen an den Kopf. Und Big Jim bekommt schließlich eine Handvoll Haar zu fassen und versucht jetzt also, Marvin Sindler am Schopf aus dem Auto zu ziehen. Das Haar gibt dann allerdings nach. Ah ja, da war ja was. Und Big Jim hat dann das Toupet in der Hand. Und die Szene gipfelt dann da drin, dass Big Jim das Toupet durch die Luft wedelt, laut anfängt zu rufen und zu jubeln. Dann schmeißt das auf den staubigen Boden, springt drauf herum und ruft immer wieder äfft Marvin Sindler nach, wie er sich verabschiedet. Marvin Sindler. Und so die halbe. Und dabei müsste er aber noch so mit zwei Revolvern in die Luft schießen. So, das würde mir jetzt noch fehlen. Das hat er anscheinend nicht getan, aber immerhin, also das ist eine Szene, Oscar-verdächtig, würde ich sagen. Es gibt ein paar Stadtbewohner, die das Ganze aus umliegenden Geschäften beobachten. Die trauen auch ihren Augen nicht, was ihr Sheriff da gerade macht. Ja, dann marschiert er irgendwann zurück zum Auto, konfisziert die Videokassette von Sindlers Kameramann und warnt Sindler, you son of a bitch, don't you come back here anymore. So, dann ist er fertig mit ihm. Der unfreiwillig entharte Marvin Sindler bittet einen seiner Mitarbeiter dann kleinlaut, das Toupet von der Straße aufzusammeln und danach verlässt die Crew den Drehort so schnell wie möglich. Aber ich meine, der Sheriff, hat der die Befugnis, das zu machen? Weil so richtig legal klingt das auch nicht. Also in der gerechten Welt und in der heutigen Zeit hätte das ja jetzt rechtliche Konsequenzen. Also dem Typ so, Toupet vom Kopf verlassen, nee, auf den Boden werfen und drauf trampeln, ihn zu verarschen. Naja, also das Ganze hat ein Nachspiel. Also Marvin Sindler wäre natürlich nicht Marvin Sindler, wenn er daraus nicht eine Story machen würde. Das heißt, er geht noch am Abend damit on air und berichtet, was ihm da in LaGrange widerfahren ist. Die Videoaufnahmen gibt es zwar nicht mehr, aber es gibt noch eine Tonspur. Das heißt, man kann dem Sheriff dabei zuhören, wie er sich da aufregt. Und dann kann man so ein bisschen drumherum schildern, was passiert ist. Sindler behauptet allerdings auch, dass der Sheriff ihn geschlagen habe. Das führt dann zu einem Streit, der tatsächlich auch vor Gericht geht. Also Marvin Sindler lässt sich im Krankenhaus noch bescheinigen, dass er gebrochene Rippen hat nach diesem unfreiwilligen Wrestling-Match. Er reicht dann Klage gegen Big Jim ein. Das zieht sich eine ganze Weile hin und die beiden einigen sich schließlich außergerichtlich. Unentschieden? Auf eine Summe, die nicht näher benannt ist.
Kurz nach dem Ende der Chicken Ranch schreibt der texanische Journalist Larry L. King für den Playboy einen Artikel über das Ende des Bordells. Der Artikel bekommt die Überschrift The Best Little Whorehouse in Texas. Und diesen Artikel sieht der texanische Schauspieler Pete Masterson und entwickelt dann zusammen mit King und mit der texanischen Komponistin Carol Hall ein gleichnamiges Bühnenstück. Gleichzeitig 1976 kommt ein Geschäftsmann auf die Idee, mit dem Namen der Chicken Ranch nochmal Geld zu verdienen. Er macht einen Deal mit den beiden Anwälten, die das Haus und die Farm gekauft haben, demontiert einen Teil des Hauses, verschifft ihn nach Dallas und macht dort ein Restaurant auf, das er Chicken Ranch nennt. Dann spürt er Miss Edna auf, heuert die an als Hostess in dem Restaurant. Oh, genial! Die Chicken Ranch serviert nur Hühnchengerichte. Ja. Aber es gibt trotzdem zahlreiche Kunden, die, sagen wir mal, glauben, es gibt besondere Desserts dort. Und es hilft natürlich auch nicht, dass die Chefin des Restaurants die ehemalige Bordellchefin ist und dass auf dem Menü ständig Gerichte stehen, die mit heißen Schenkeln und großen Brüsten beschrieben werden, wenn es um irgendwelche Körperteile von Hühnern geht. Also wenig überraschend. Geht der Laden nach wenigen Monaten den Bach runter. Miss Edna geht von Dallas nach New York und wird dort Beraterin für das Bühnenstück The Best Little Whorehouse in Texas. Oh, schön. Sie wird, ihr werden $25,000 zugesichert für die Rechte an dieser Story. Big Jim verzichtet auf seinen Anteil und gibt sein Geld an Miss Edna. Wow. Die hat jetzt also $40,000 auf dem Konto. Und es werden ihr weitere $50,000 versprochen, wenn das Stück in einen Film verwandelt wird. Was es nicht wird, wie du jetzt das so formulierst? Nö, es wird ein Film. Also erstmal hat im April 1978 The Best Little Whorehouse als Bühnenstück Premiere. In der dritten Nacht sieht sich Jackie Kennedy das Stück an, wird dabei zufällig fotografiert. Möchte die Hauptrolle spielen? Wie sie aus dem Theater kommt. Okay. Das Foto, und dann geht natürlich jede Person rein. Foto landet natürlich in einem der Klatschblätter und danach ist die Show ausverkauft. Mhm. Das Stück wird eins der erfolgreichsten. Also was ist denn der? Ja. Was ist denn der Inhalt der Show? Also die erzählen die Story der Chicken Ranch nach und natürlich auch die entwickelnde Story zwischen der Bordellbetreiberin, also Miss Edna, und dem Sheriff. Und was sie, ich weiß nicht, ob es im Bühnenstück auch schon so ist, im Film ist es nachher auf jeden Fall so, dass sie den beiden auch eine Beziehung andichten. Also, dass der Sheriff deshalb auch die schützende Hand drüber hält, weil das Ganze, weil er halt Gefühle für sie hat. Genau, und ich nehme an, dass das stimmt. Und das Ganze ist als Musical angelegt. Also da werden dann sehr zweideutige, lustige Songs für gedichtet. Ich nehme an, dass das Stück in einem großen Finale dann irgendein Zwei-Meter-Mann auf einem Toupet rumtrampelt. So. Es gibt auch den Reporter. Also im Prinzip erzählen sie die ganze Story von, im Prinzip The Downfall of the Chicken Ranch erzählen sie nach. Genau, und offenbar finden die Leute das sehr unterhaltsam. Ja. Der Jürgen und ich haben ja ein Fable für ein Musical, das von einer außerirdischen Pflanze. Little Shop of Horrors. Und ich glaube, ich habe den ultimativen Parodiesong jetzt für dich, Jürgen, und zwar Suddenly Seaman. Gott, zu platt. Das wäre doch schön. Ja, also das Stück wird eins der erfolgreichsten am Broadway. Geht auf Welttournee. Miss Edna reist für die Promotion zum Teil mit, zum Beispiel in Großbritannien. Und 1982 erscheint der gleichnamige Film mit Dolly Parton und Burt Reynolds in den Hauptrollen. Das klingt so richtig nach. Also auch mega gut besetzt. Ich habe schon ja den. Es gibt auch einen deutschen Titel davon. Das ist auch in Deutschland zu erhalten. Oder der ist auch als deutsche Version veröffentlicht. Ich guck mal gerade, ich muss mal nebenbei kurz tippen. Das schönste Freudenhaus in Texas. Genau. Und hat einen sehr 80er Vibe. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen, da wird viel drin gesungen auch. Ich meine, Dolly Parton, logischerweise will die auch dann selber mit singen. Ja, also
Es ist ein bunter Film, würde ich mal sagen. So. 1978 eröffnet Miss Edna selbst eine Bar, die sie Miss Edna's Chicken Ranch nennt. Auch die geht leider ziemlich schnell den Bach runter. Dabei geht auch ein großer Teil ihrer Ersparnisse mit drauf. 1976 kommt schon ein gescheiterter Geschäftsmann in Nevada auf die Idee, ein Bordell mit dem gleichen Namen zu eröffnen. Nach einem Brandanschlag und mehreren Zusammenstößen mit der Mafia und dem Gesetz verkauft dieser Geschäftsmann die Ranch dann in Nevada 1981 für 1,1 Millionen Dollar an Investoren. Und die ist bis heute im Geschäft. Also die kann man heute noch besuchen, wenn man möchte. Hm. 1981 ist auch das Jahr, in dem Big Jim in Pension geht. Der stirbt dann leider schon 1,5 Jahre später, am 27. Oktober 1982 mit 80 Jahren. Marvin Sindler geht auch nach seiner Sensationsstory über die Chicken Ranch weiter auf Sendung und sendet seinen letzten Bericht im Juli 2007 aus dem Krankenhausbett. 2 Tage später, am 22. Juli 2007, stirbt er dann an Pankreaskrebs. Mhm. Und Miss Edna überlebt sie alle. Sie zieht 1983 von Texas. Ach, ja, sie zieht von Texas nach Phoenix, Arizona, heiratet dort zum mittlerweile 5. Mal, überlebt dann auch ihren 5. Ehemann und lebt mehrere Jahrzehnte ungestört und unauffällig, bis sie dann im September 2011 einen Verkehrsunfall hat, bei dem sie Kopfverletzungen erleidet, von denen erholt sie sich dann nicht mehr so richtig und sie stirbt dann am 25. Februar 2012 an den Spätfolgen ihrer Verletzungen. Das ist jetzt kein schöner Tod, weil wir die Sendung über so viele Verkehrswitze gemacht haben. Das ist jetzt nicht schön. Ja, das ist, das konnte ich jetzt leider, also da kann ich die Fakten leider nicht editieren. Wenn ich gewusst hätte, hätte ich das alles gemacht. In LaGrange selbst will man mit der Chicken Ranch nach deren Ende nichts mehr zu tun haben. Mhm. Es gab mal einen Plan, auf dem Gelände ein Museum zu errichten. Der wird dann schnell zunichte gemacht, als sich der örtliche Geistliche dagegen ausspricht, so einen Sündentempel nun auch noch mit einem Museum zu ehren. Ja, das Gelände ist heute verlassen. Das Gebäude ist in großen Teilen verfallen. Aber die Legende der Chicken Ranch, die lebt natürlich trotzdem. Nicht zuletzt auch dank der Popkultur bis heute an. Und dieses Podcast. Und dieses Wahnsinn. Genau. Sehr schön. Hast du den Film geguckt? Ich habe den Film noch nicht geguckt, nur Szenen davon. Ich habe es echt nicht so mit Musicals und Singerei in Filmen. Ich tue mich da ganz, ganz schwer mit. Ich glaube, da müsste ich vorher irgendwie 1, 2, 3 Glas Wein trinken, damit da irgendwie was gucken kann. Auch schon als Kind mit den Disney-Filmen? Ich bin ziemlich ohne Disney aufgewachsen. Ich bin ja noch im Osten geboren und meine Eltern waren der... Da gab es keinen Gesang. Nö, das schon. Da wurde Ostdeutsch gesungen. Da wurde kommunistisches Lied gut gesungen. Nee, aber ich bin tatsächlich mit relativ wenig westlichen Einflüssen aufgewachsen sozusagen, also so Unterhaltungssendungen, also so ein bisschen irgendwie Sesamstraße, ja, aber ich glaube, also der Standard bei uns war Sendung mit der Maus und wir haben generell nicht so viel Fernsehen geguckt, also insofern ist mir Disney-Film. Die Maus spricht ja nicht mal, geschweige denn singt. Aber ja, da gibt es auch immer ein Lied in der Sendung mit der Maus, aber auch immer einen Musikbeitrag. Das stimmt. Ja. Das ist so. Das stimmt. Aber Jasmin, vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Ich bin froh, dass du noch sitzt und noch nicht liegst. Ey, fantastisches Thema. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, als Jürgen sagte, sag mal, willst du nicht mal? Ich habe diesen Monat keinen Bock. Ja, so habe ich es auch in Erinnerung. Genauso. Sehr ehrlich, Jürgen, sehr ehrlich. Wir kennen uns ja schon gut genug. Da habe ich gesagt, na gut, komm, ich mache es mal. Das mache ich doch mit links. Das bisschen Geschichte. Also erzähle ich doch mit links. Genau. Bisschen Haushalt kann ich nicht sagen. Mein Mann. Oh, jetzt wird hier gesungen. Ja, Musical-Episode steht ja auch noch aus. Ja. Ist das ein fester Plan? Ist das tatsächlich ernst gemeint? Auf jeden Fall. Es kommt darauf an, wen du fragst.
Die musst du dann aber nicht schreiben, wenn du quasi keine Erfahrung hast mit Musicals und es nicht magst so. Ansonsten hätten wir dich an der Stelle jetzt gefragt, Jasmin, ob du die Musical-Folge vorbereiten willst. Ich kann ja die Szenen schreiben und ja, Dominik singt diesen singen Song. Tut dann jemand anders und die Songs schreiben muss jemand anders, aber das Stück dazwischen kann sehr ich vielleicht gut mitschreiben. So ähnlich haben die das ja bei dem Bühnenstück auch gemacht, ne? Also die haben sich den Journalisten an Bord geholt, der die Story kannte. Haben sich dann halt noch Miss Edna als Beraterin geholt. Die ist übrigens damit aufgefallen, dass sie ein paar sehr, sehr offenherzige Einblicke gegeben hat, wie das da so läuft und wie die Frauen zum Beispiel auch damit umgehen, wenn da so viele Kunden kommen an einem Tag und so. Also da sind die Augenbrauen so ein bisschen hochgeschnellt ein paar Mal, als sie da aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Genau, aber ja, also die haben halt den Journalisten für die Fakten da gehabt und haben sich da eine Komponistin dazu geholt, die die Songs geschrieben hat, ne? Und dann kam Dolly Parton für den Film und hat gesagt, ich will meine Songs selber schreiben. Und dann sind die für den Film offenbar alle nochmal umgeschrieben worden. Oh, okay. Ja, oh, ich wollte gerade sagen, wenn man nämlich da in dieses internationale Filmlexikon guckt, dann steht sowas drin, so wie, ja, einfallslose Songs und irgendwie gar nicht so toll. Also vielleicht gab es auch eher einen Rückschritt für das. Ja, das ist eine gute Frage. Also die Filmversion. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie die Texte nebeneinander gelegt und verglichen, wie viel sich da verändert hat. Und ich glaube, das hängt auch wahrscheinlich sehr davon ab, wie viele Leute von Dolly Parton als Entertainerin halten. Also da ist halt nicht jeder irgendwie ein Fan von. Das ist halt schon auch ein relativ texanischer Country-Stil, der da zum Teil gesungen wird, ne? Ja, du, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass sowas sozusagen von Filmkritikern so ein bisschen auch kategorisch, ja, das ist halt so Unterhaltungsgedönse, aber keine Kunst. Ne? Genau, und du hast ja, da kommt halt auch noch das Thema, das generelle Thema an sich mit dazu. Ne? Also wenn, da kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Kritiker da sehr, vielleicht ein bisschen konservativere Vorstellungen hat und den Film dann schon irgendwie per se thematisch doof findet. Ja, klar. Kann man halt auch nochmal oben drauf laden. Also ich habe tatsächlich das ganze Jahr über gespart und die anderen beiden erfahren es jetzt hier zuerst so, dass ich quasi Klaus und Klaus bitten werde, dass sie die Musical-Stücke für uns schreiben. So. Das heißt, du kannst ihnen die Stichwörter geben, so in welche Richtung, und ich gebe ihnen das Geld. Und wie viele von den Songs sind einfach nur an der Nordseeküste mit einem Text? Auf der Terrasse. Das war auch großes Kino, als die beiden eine Videonachricht aufgenommen haben. Ich bin fast umgefallen. Ja, das war. Ich hatte es fast ein bisschen gewundert. Ich bin auch. Leute, also nochmal an alle, die bis hierhin zugehört haben. Also ihr scheint ja das zu mögen, was wir tun. Es gibt dieses Video, wo die anderen beiden spontan darauf reagieren, dass sie jetzt Klaus und Klaus auftauchen. Das gibt's auf YouTube. Also wir haben das auch in der Folge verlinkt. Das könnt ihr gucken. Es haben gar nicht so viele Leute geguckt, wie die Folge gehört haben. Wo ich mir denke, also wenn ich das gehört hätte, hätte ich mir gedacht so, ey, ich will den Gesichter dazu sehen. Das muss ja fantastisch sein. Und also ich finde es einen ganz tollen Moment auch. Ja, du hast ihn ja auch auf Twitter gepostet. Ich habe das Video auf genau, Twitter stimmt, damals mir angeguckt. Genau, stimmt. Ja, ja, ja. Hab sehr gelacht. Ich auch. Ich auch. Ey, und du glaubst nicht, wie oft ich das angeguckt habe, weil es mir einfach das Herz wärmt, wie Dominik einfach nur grinst und Jürgen völlig baff die Hände im Kopf zusammenschlägt. Und Dominik und ich rätseln auch seitdem, was das wohl gekostet hat. Und ich glaube, wir wollen auch nie eine Antwort drauf, sondern ich glaube, es ist. Nee. Ich will keine Antwort, nee. Weil ich glaube, es wird mich entweder genau schocken, wie viel oder wie wenig. Da gibt es keine gute Auflösung von so einer Frage. Mhm. Es gibt nichts Vernünftiges. Lass mal wirklich einfach so stehen. Sehr schön. $2 Millionen. Es gibt auch in den USA gibt's so eine App oder einen Service, wo man für vergleichsweise wenig Geld, also vergleichsweise wenig Geld sind, glaube ich, nur ein paar tausend Dollar, Stars beauftragen kann, irgendwie eine Videobotschaft, eine Motivationsnachricht oder irgendwas aufzunehmen und dann kriegst du genau. Von. Das fängt schon bei viel weniger an tatsächlich und steigert sich halt dann, genau. Gut, das kommt auch immer noch drauf an, genau. Das könnte in, ja, da könnte man auf verschiedenen Ebenen unterwegs sein. Wer wäre eine Person, wo du sagen würdest, von der Person hättest du gern so ein entweder so einen persönlichen Gruß oder so ein, keine Ahnung, jemand, der dir guten Morgen wünscht, dass du das als dein Handy-Klingelton oder sowas einstellst. Einmal drei um, durch. Ich habe ja einen Klingelton von Klaus und Klaus. Mein ja, du bist mein versorgt, Telefon ich wollte sagen. Klingelingeling, klingelingeling. Ja. Aber aus dem Video der Teil, oder? Und aber ach, nur klingelingeling und dann wiederholt sich's wieder, also. Ah, sehr gut. Dominik, wer wäre so deine Sache?
wo du sagen würdest, da würdest du dich einen abfreuen. Ist doch voll schön. Also, nein, ist doch cool, wenn du das so sagst. Ich habe schon gedacht, irgendein Basketballspieler muss es ja sein. Genau. Ich glaube, kann man auch Tote. Selbstverständlich. Kannst ja auch. Wird ein bisschen schweigsam, aber. Ja. Ich habe ja eine jahrelange. Ich hätte beinahe Liebschaft gesagt, das ist das falsche Wort. Eine jahrelange Leidenschaft für Elvis gepflegt. Ich glaube, ich hätte eine Elvis-Nachricht genommen. Das aber da gibt es ja Möglichkeiten, zumindest nahe ranzukommen. Ich habe meine. Aber der Elvis hat ja getraut. Ich habe meiner Frau zum 12. Jahrestag von eben jener Trauung auch von dem Elvis-Imitator einen Videogruß aufnehmen lassen. Das war auch schon. es war nicht der King selber, aber es war auch schon sehr, sehr witzig. Es war ein anderer. Das ist eine ziemlich florierende Branche, Elvis-Imitatoren. Da gibt es auch jährliche Conventions, wo die sich betteln, wer der Beste ist und so. Und da gibt es auch Deutsche, die da antreten. Also das war kein so Wahnsinn. Das war einer von Fiverr. Also der war jetzt nicht am oberen, sondern eher vielleicht am unteren. Das war ein Inder. Nein, das war schon, der hat es schon auch gut gemacht und ich kann euch das Video mal zeigen, wenn es euch interessiert. Na klar. Aber und hast du noch so eine zweite Wahl, wenn wir jetzt sagen würden, nee, muss wirklich eine Person sein, die noch existiert? Oh, das ist eine gute Frage. Früher hätte ich gesagt Bruce Springsteen, aber irgendwie bin ich da mittlerweile, glaube ich, auch rausgewachsen. Da müsste ich jetzt sehr lange drüber nachdenken, wer das wäre. Hat einer von euch schon mal in den Podcast reingehört mit Bruce Springsteen und Barack Obama? Nee, ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich habe es auch irgendwie noch nicht. Ich habe auch in seine letzten zwei Alben nicht reingehört, weil ich die irgendwie so, das hat so ein bisschen an vielleicht Relevanz verloren. Ich tue mich da mittlerweile ein bisschen schwer mit. Also ich glaube schon, dass die, das ist sicherlich irgendwie nett anzuhören, aber ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt irgendwie wirklich von mitnehmen. Hast du schon mal reingehört? Nicht, eben auch nicht, aber ich habe auch in den Lanz-Podcast nicht reingehört. Irgendwie, das ist so die Ecke von Podcasts, wo ich einfach auch irgendwie gar nicht so richtig dran interessiert bin. Aber mich hätte mal so aus zweiter Hand, hätte es mich schon mal interessiert. Ich habe noch so ein Fragezeichen. Filippo, was ist? Was wäre denn dein Kandidat, Philipp? Wahrscheinlich Colin Meloy, also Sänger von The Decemberists. Das war zu leicht. Weil, keine Ahnung, das ist da einfach mein, keine Ahnung, ist jetzt nicht so Man-Crush-mäßig, dass ich sage, der schaut unendlich gut aus, aber einfach, keine Ahnung, Stimme, Songs, Texte. Ich mache jetzt meinen Vorschlag. Ich mache jetzt mal das Outro an und derweil sucht Jasmin noch das Bild raus, das sie uns vorhin versprochen hat. Oh ja. Ach so, das Bild, ja. Oh, das war das Intro. Hups. Und die Geschichte fängt jetzt erst an. Ja. Ja, das war Folge. Oh ja. Okay. 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 Der hat sich das Gesicht wirklich richtig. Also wir sehen jetzt gerade die Schönheitsoperation, die am Anfang kriegt man so viel, so viel Gesicht schon wirklich sehr deutlich, nach innen verrückt. Boah. Also die Nase wird halt begradigt und sehr, sehr verkleinert. Ja. Ne? Und das Kinn. Und dann, guck mal, das Kinn wird nach vorne geholt mit Polstern. Und ich glaube, die Wangen werden ein bisschen aufgepolstert, das Ohr bleibt gleich. Ja. Der Haaransatz verändert sich, weil er ein Toupet trägt. Wahnsinn. Vielleicht die Stirn auch noch ganz leicht. Ja, wobei die eine ziemlich ähnliche Form hat. Ja, Wahnsinn. Ja. Echt Wahnsinn. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war... So sieht er nachher aus, Marvin Sindler. Boah, hätte ich jetzt... Das ist er dann als Report. Hätte ich jetzt spontan mit den weißen Haaren gar nicht erkannt. Ich wollte gerade sagen, Dieter Thomas Heck und ein Drittel Rudi Carrell. Ja, so, ich guck mal noch nach Miss Edna. Das ist ja auch interessant. Wie hieß das Buch, das du verwendet hast, das du gerade in der Hand hast? Das Buch heißt Inside the Texas Chicken Ranch, The Definitive Account of the Best Little Whorehouse. Sehr schön. Also hier ist einmal das Buch mit meinen 1000 Notizen drin. Und hier ist Miss Edna. Aha.
Ja. Also, die schaut ja mega freundlich aus. Ja. Was, ja. Warte mal, 1970, da war sie dann 42. Ja. Genau, genau. Dann lass mal gucken. Besten Alter. In unserem Alter, meinst du? Ja. Ich muss vorsichtig sein, das ist, meine Frau ist ja knapp älter als ich. Das, wir sind in diesen Regionen. Voraus. Ich suche gerade noch nach Big Jim. Ach, warte mal, der hatte doch auch ein eigenes Kapitel. Ja, der hätte mich auch noch interessiert. Hier, der 2 Meter, ob es Big Jim ist oder doch ein Slim Jim. Nö, der ist schon... Ich habe auch die ganze Zeit versucht, irgendwie noch einen Earthworm-Jim-Gag irgendwo reinzubringen, aber ich habe es dann irgendwie nicht. Also ich finde, er sieht... Das soll es ja einen neuen Teil für diese Intellivision-Konsole geben, Jürgen, ist dir das bewusst? Diese Intellivision-Konsole, die ja da irgendwie jetzt so rumschwirrt. Ja, ja, das ist so weird. Also er ist der rechts. Okay, okay. Wer ist der Typ? Blick, also, der hat so einen geilen Gesichtsausdruck. Das ist sein Konkurrent, glaube ich. Warte mal. Die treten, ist entweder sein Deputy oder sein Konkurrent, die beide im gleichen Jahr zur Sheriff-Wahl antreten. Aber wirklich, also nimm mal diesen Klischee-Texas-Man aus den Simpsons. Ja, genau. Das ist einfach der Typ. Genau, also es gibt ihn auch einmal noch, der hat ja mal als Ranch-Hand gearbeitet. Ah, ja, so stellt man sich den texanischen Sheriff vor, ja. Was steht da auf der Hose? Genau. FFS, for fuck's sake? Posse. Oh, Sheriffs, glaube ich. Posse. Da steht Sheriffs. Sheriff's Posse, ja. Genau, aber der hat... Würde Sinn machen. Aber der hat halt auch mal auf einer Ranch gearbeitet, bevor er dann irgendwie bei den Texas Ranger mal anheuert und dann Sheriff wird. Also die haben alle so eine etwas längere... Ich bin völlig entsetzt, dass noch kein Mensch Chuck Norris erwähnt hat und jetzt schon ein paar Mal das Wort, der Ausdruck Texas Rangers benutzt wurde. So. Chuck Norris. So diese trashige Sendung von 1990. Boah, die war echt schlecht. So. Hier gibt es noch ein Foto von der. Es gibt übrigens auch Videos. Ich habe die Quellen natürlich alles zusammengefasst. So, hier heute die Chicken Ranch innen drin total auseinandergefallen. Und so, das sieht jetzt heute noch schlimmer aus. Also die ist wirklich komplett verfallen. Die wollen da so ein Historical... Da ist kein Museum. Nee, die wollen da so ein Historical Marker anbringen lassen. Also es ist sehr interessant, dass das irgendwie jahrelang völlig okay war, da so hasch-hasch irgendwie ein Bordell zu haben. Und als das Ganze dann in die nationalen Medien gezerrt wurde, da war es denen dann so unangenehm, jetzt wollen sie damit irgendwie gar nichts mehr zu tun haben. So dummerweise sind sie halt in der Popkultur jetzt total verewigt. Gebrandet. Genau, ja. Und irgendwie beweisen sie dann nicht ganz so viel Selbstironie. Ach so, soll ich eigentlich mal auf das Ende von Record drücken bei mir im Streaming? Ihr könnt dann mal drauf drücken. Wir wollen nie aufhören. Soll ich auch auf das Ende von Record drücken? Dann drücke ich auch mal auf das Ende, auf Record. Wollen niemals auseinandergehen.